hier in der Medienjugendinfo des Bundeskanzleramts, aber auch vor allem an den zahlreichen Bildschirmen zu Hause oder in der Arbeit, vielleicht in Ihrer Jugendeinrichtung, auf dem Weg nach Hause oder auch mit Ihrer Jugendgruppe. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Katrin Schindler. Ich bin Mitarbeiterin im Kompetenzzentrum Jugend und in der Abteilung Jugendpolitik hier im Haus. Wir befassen uns mit einer relativ großen Bandbreite an unterschiedlichen Themen in der Abteilung, also von außerschulischer Jugendarbeit, Beteiligung, Partizipation, Weiterentwicklung und Umsetzung der österreichischen Jugendstrategie selbstverständlich, aber auch Jugendforschung, Förderung von Medienkompetenz, digitale Medien. Ich könnte jetzt noch ganz lange weiter aufzählen, weil es war nur eigentlich ein kleiner Auszug aus dessen. Das BKA war und ist auch Bedarfsträger in dem aktuellen Forschungsprojekt, in dem KIRAS-Forschungsprojekt E-Youth Works, das vom Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie, vom IRCS, durchgeführt wurde. Wir werden heute ein paar Erkenntnisse aus der Studie auch hören. Ein herzliches Dankeschön an die Hermann Meierhofer und den Florian Neuburg vom IRCS. Das BKA hegt aber auch eine sehr lange Kooperation schon mit CEFA Internet, Förderung von kompetenten Umgang mit Medien, Medienjugendinfo hier, es gibt zahlreiche Workshops, es gibt aber auch CEFA Internet Vernetzungstreffen. Ein herzliches Dankeschön auch an die Expertin Barbara Buchecke heute. Der Ausgangspunkt eigentlich für die Konzeption von diesem heutigen Workshop oder diesem heutigen Seminar war, dass wir auch erkannt haben, dass der Transfer von den Ergebnissen von der Studie jetzt nicht nur für die offene Jugendarbeit von Interesse ist, weil es war das hauptsächliche Forschungsfeld, sondern eigentlich für alle, die mit jungen Menschen arbeiten, die in der Jugendarbeit tätig sind. Verknüpft mit der Expertise von CEFA Internet ist somit das heutige Crossover zustande gekommen. Bevor ich jetzt noch gleich an die Hermann Meierhofer übergeben werde, möchte ich aber auch noch ganz herzlich mich beim David Rötler bedanken für die technische Umsetzung, weil der es eigentlich erst möglich gemacht hat, dass sowas hier heute stattfindet. Vielen Dank, ich übergebe. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich muss hier ein bisschen Platz schaffen. Ich hoffe, Sie sehen mich ja, von der richtigen Seite. Schön, dass Sie offline und online hier sind. Für mich ist das eine völlig neue Erfahrung, auch mich so im linken Ohr selber zu hören, so eine halbe Sekunde verzögert, aber es wird gehen. Wir haben, wie die Katrin Schindler einführend schon sagte, ein Forschungsprojekt die letzten, ja, ein bisschen über 2 Jahre durchgeführt, in dem wir uns mit digitaler Jugendarbeit, sage ich jetzt so mal ganz allgemein, beschäftigt haben und versucht haben zu erforschen, wo steht Österreich da, wo steht vor allem die offene Jugendarbeit im Einsatz, vor allem sozialer Medien in ihrem Tun. Und welche Entwicklungsbedarfe gibt es da eventuell auch? Es ist mir sehr wichtig, vorweg zu sagen, dass wir vor allem so etwas wie Reflexionswissen bereitstellen, weniger direkt oder gar nicht direktes Handlungswissen. Insofern sind auch diese Workshops für uns besonders spannend, weil wir da auch gemeinsam mit Personen aus der Praxis schauen können, naja, welche Relevanz hat das überhaupt für die Praxis? Inwiefern ist das überhaupt anschlussfähig? Welches Wissen ist nützlich? Welches vielleicht auch weniger für die Praxis? Und wir freuen uns deshalb auch besonders, dass wir diesen Workshop gemeinsam mit CEFA Internet, mit der Barbara Buchecker, durchführen dürfen, die die Expertise in Bezug auf soziale Medien mitbringt. Wir haben Expertise in Bezug auf sozialwissenschaftliche Forschung, nicht in Bezug auf soziale Medien oder weniger. Es ist ein neues Format, auch diese Vermischung von Online oder diese Kombination von Online und Offline hier für mich. Zugleich darf ich auch gleich hinzufügen, es sind sehr heterogene Teilnehmerinnen, Teilnehmer, soweit ich das mitbekommen habe. Das heißt,
Sie kommen aus sehr verschiedenen Einrichtungen. Sie haben vermutlich sehr verschiedene Zielsetzungen mit ihren Einrichtungen und mit ihren Projekten und Initiativen und auch sehr verschiedene Zielgruppen in gewisser Weise. Aber das macht es heute auch besonders spannend für uns. Und ich hoffe auch ein bisschen für Sie. Ich werde Ihnen jetzt kurz den Ablauf vorstellen, also welche Inhalte wir mitgebracht haben, uns heute überlegt haben. Und dann wird die Barbara Buchecker noch das eine oder andere, vor allem auch zum Online-Mitwirken und zum Zusammenspiel dieser Bereiche sagen. Ich hoffe, Sie sehen die biedere PowerPoint hier, mal ohne irgendein Bild. Wir haben zunächst, möchte ich Ihnen kurz vorstellen, verschiedene Einsatzformen digitaler Jugendarbeit. Also wir haben das Feld an Möglichkeiten, was man dann so machen kann mit und in sozialen Medien, haben wir versucht mal aufzumachen und auch in ein Raster zu bringen. Also welche verschiedenen Formen und Teile gibt es da? Das werde ich kurz vorstellen. Dann würden wir gerne mit euch, mit Ihnen gemeinsam versuchen, Sie euch hier zu verorten. Wo sind Ihre Einrichtungen tätig? Welche Initiativen setzt ihr? In welchen dieser Felder seid ihr tätig? In welchen vielleicht auch weniger? Welche sind vielleicht auch weniger relevant für euren spezifischen Kontext? Die Barbara Buchecker wird dann einen kurzen Input zu sozialen Netzwerken der Jugendlichen bringen, ganz konkret aus dem neuen Jugendinternet-Monitor 2019. Also wo sind Jugendliche, welche Medien nutzen die und so weiter. Dann geht es um ein ganz spezifisches soziales Medium, das gerade in den letzten 1, 2, 3 Jahren auch in der Jugendarbeit an Bedeutung gewonnen hat, nämlich um Instagram als Arbeitsmedium in der Jugendarbeit. Ich werde da zunächst einen Input bringen. Und dann möchten wir, also wir haben Postings ausgewählt, ganz breit auch quer über die verbandliche Jugendarbeit, über Jugendinfo, über auch ein paar aus der offenen Jugendarbeit, haben wir ausgewählt und mitgebracht. Und da würden wir gerne mit euch, mit Ihnen besprechen, was ist da gelungen, was vielleicht auch weniger, also ein bisschen an konkreten Beispielen das vertiefen. Dann wird die Barbara uns wieder einen sehr wichtigen, wissenswerten Input rund um die Nutzung von Bildern auf Instagram ergänzend bringen. Und abschließend wollen wir uns mit euch, mit Ihnen, mit der Frage beschäftigen, was brauchen wir als Jugendarbeiter, als Jugendarbeiterin, als Einrichtung, die sich auf Jugendliche bezieht, um gut mit Jugendlichen und sozialen Medien arbeiten zu können. So, das wäre so mal das Programm, das wir mitgebracht haben. Ich übergebe jetzt an die Barbara. Das Ganze findet online und offline statt. Das heißt, wir haben Gruppenarbeiten online und offline. Die Offline-Gruppe wird ähnlich groß wie die Online-Gruppe, vielleicht auch nur eine Gruppe werden, aber wir werden kleinere Diskussionen haben. Es wird nicht die ganze Zeit Berieselung sein, sondern auch aktives Tun, so damit wir bis 20 Uhr tatsächlich viele verschiedene Dinge gemacht haben, gehört haben, gesehen haben. Jetzt schauen wir mal. Dieses Offline und Online bedeutet, dass wir ein bisschen Spielregeln beachten müssen und die nervigste wahrscheinlich ist, dass wir alle in dieses Mikro reden müssen, dass keine Zwischenbemerkungen. Wenn Zwischenbemerkungen, bitte Hände hoch, der Florian kommt mit dem Mikro für die Zwischenbemerkung. Und wenn die Zwischenbemerkung zur Zwischenbemerkung kommt, bitte auch Hand hoch. Und auch dann werden wir mit dem Mikro herumlaufen. Wir versuchen natürlich, die Diskussion möglichst lebendig zu machen, aber sie geht nur mit Mikro und damit ist es vielleicht eine Spur weniger lebendig. Wenn wir mit den Online-Menschen diskutieren, was ihnen auch vorkommen wird, müssen wir uns hier im Raum ein bisschen gedulden. Das wird ein bisschen dauern, bis die Technik dann funktioniert und die Leute auch sprechen können. Also nicht ungeduldig werden und ins Wort fallen. Und als drittes, kein Durcheinander, weder offline noch online, sonst versteht niemand nichts. Wir beginnen.
Wir beginnen im Offline-Teil, aber auch ihr online könnt euch schon darauf einstellen. Auch euch werden wir fragen, wer seid ihr, woher kommt ihr? Und ich habe gehört, das macht man jetzt so 3 Hashtags zu eurer Tätigkeit. Ich hatte es leicht, ich konnte mich schon vorbereiten, daher fange ich auch an und ihr dürft inzwischen nachdenken. Also ich bin die Barbara Buchecker, ich bin aus Wien und die Hashtags sind Safe Internet, weil dort arbeite ich. Frag Barbara, das ist, sind diese Videos mit mir für Eltern und beschäftigen. Ein wirkliches Herzensanliegen ist die digitale Jugendarbeit für mich. Und jetzt gebe ich das Mikro weiter. Hemmer, wer bist du? Ja, hört man, ja, jetzt geht's. Ich bin die Hemmer, Hemmer Meierhofer aus Wien. Meine Hashtags sind Jugendarbeitsforschung, IRGS, das ist für das Institut, für das ich arbeite, und Soziologin, habe ich mir da noch gedacht. Ich habe 10 Minuten gehabt, mich vorzubereiten. Ich gebe weiter an den Florian. Florian Neuburg, mein Name. Meine Hashtags wären Jugendarbeit, weil ich seit ja, auch schon 15 Jahren in der offenen Jugendarbeit in Wien tätig bin. Digitale Lebenswelten, weil ich mich mit denen jetzt seit... Man braucht nichts dazu sagen, Florian, nur Hashtags reicht. Okay. Machen es einfach schnell und schmerzlos. Digitale Lebenswelten und politische Bildung. Und jetzt wird es einfach, jetzt brauchen wir nur weitergeben. Veronika, Hashtag katholische Jugend, Hashtag konfessionelle Jugendarbeit, Hashtag immer online. Hallo, Markus Höckner. Hashtag Pfadfinder und Pfadfinderin Österreichs, Organisation und Kommunikation und keine direkten Draht zur Jugend. Mein Name ist Johannes Sieder. Hashtags sind verbandliche Jugendarbeit, katholische Jugend und vernetzen. Monika Bader-Wehinger, Hashtag Wiener Gesundheitsförderung, Programm Gesunde Bezirke und Projekte von und für Jugendliche. Jetzt geht es ja schon richtig flott, super. Sonja Kuba, die Hashtags sind Hashtag Rotes Kreuz, Hashtag Jugendgruppen, Hashtag Humanity. Auf der anderen Seite geht es weiter. Muss ja da die Kamera finden, da, hallo. Stefan Kühne, mein Name, Hashtag Wien Extra, Hashtag Jugendinformation und Hashtag Onlineberatung. Katrin Schindler, aus Wien, ursprünglich aus Oberösterreich. Meine Hashtags sind Kompetenzzentrum Jugend, österreichische Jugendstrategie und Jugendarbeit in Österreich. Und vielen herzlichen Dank hier in der Offline-Runde. Jetzt gehen wir ganz schnell weiter in den Online-Raum und ich übergebe jetzt dann den David, der, während er die ersten Personen zuschaltet, sich selbst vorstellt. Genau, da kann ich mich sogar ganz groß ins Bild bringen. Ja, David Rötler, wir betreiben DG. Nur 3 Hashtags. Okay, Familienbildung, Online, Erwachsenenbildung, interaktiv war der 4. Perfekt, das lassen wir gelten. Gut. Ja, dann gehen wir in den Online-Raum weiter. Ich frage jetzt mal, weil ich weiß, Laura kann auf jeden Fall gut. Da hat Bild und Ton super funktioniert. Laura, bitte. Hallo, Laura Eschke aus Tirol und meine Hashtags Patriotismus und freiheitliche Jugend. Nochmal, bitte. Heimatliebe, Patriotismus, freiheitliche Jugend. Super. Danke. Nächste in der Runde ist Doris. Ja, hallo, ich bin, hört ihr mich? Ja, wunderbar. Okay. Ich bin Doris Liedl aus bei Stuttgart, Göppingen, bei Stuttgart in Süddeutschland. Hashtag wäre Demokratiezentrum, Schulsozialarbeit und Schule und Medien. Mhm. Sehr gut. Sonja weiß ich auch, dass sie sprechen kann. Na, das können alle sprechen, glaube ich, die hier sind, aber das Mikrofon funktioniert. Ja, hallo, also Sonja Gabriel, meine Hashtags KPH Wien Krems, Medienforschung und Pädagoginnen aus Fort- und Weiterbildung. Mhm.
Genau, und dann weiß ich noch, dass es super funktioniert beim Edmund. Wenn wir schon bei den Lehrern sind. Edmund, wo bist du? Da ist er. Mikro noch einschalten. Okay, mein Name ist Edmund Huditz. Die Hashtags sind Berau-Gymnasium Villach, BH Kärnten und Informatikwerkstatt der Uni Klagenfurt. Mhm. Super. Ich glaube, bei Katharina war es auch noch. Fein. Ja. Mhm. Mein Name ist Katharina Merl und meine Hashtags wären Safe Internet Oberösterreich und Salzburg, Hashtag FH Hagenberg, Hashtag Chancengleichheit für die digitale Zukunft. Mhm. Gut durchgeschwindelt, Katharina. Danke. Genau, Julia. Also mein Name ist Tumfert Julia, Hashtag Salzburg, Hashtag Akzente, Hashtag Jugendinfo. Das geht ja wunderbar. Hannes, glaube ich, konnte auch mit Mikro. Es war ein bisschen leise. Probieren wir es mal. Ja, hallo. Der Hannes aus Südtirol. Und meine Hashtags sind Jugend in der Politik, Jugend in der Musik und Kommunikation. Perfekt. Jetzt weiß ich nicht, Andrea vielleicht noch. Hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ja. Ja. Hallo, mein Name ist Andrea Kronefeld. Ich bin die Kollegin von der Doris. Meine Hashtags sind Bruderhausdiakonie, Hashtag Digitalisierung, Herausforderung, Hashtag Teilhabe, Inklusion. Sehr gut. Jetzt weiß ich nicht, Beteiliger und Mitstreiter, das klingt alles sehr positiv, aber sonst einfach den Chat verwenden. Ja, und wenn wir jetzt vergessen haben, der muss auch den Chat verwenden oder kann sich noch kurz melden. Elisabeth vielleicht? Ich weiß nicht, ob es. Ich kann mich nicht genau erinnern. Ja. Mhm. Ja, vielen herzlichen Dank auch für die Kürze bei den Hashtags. Jetzt haben wir ein Bild, große Streuung, viele unterschiedliche Menschen, nicht nur von den Einrichtungen, sondern auch von den Regionen überall vertreten. Hemmer, ich gebe jetzt weiter an dich zum ersten Input. Wir tauchen jetzt direkt ins Forschungsprojekt ein. Ja, herzlichen Dank. Ich habe da so eine wunderschöne Grafik mitgebracht. So was machen wir gerne in der Forschung auch. Wir tun unsere Ergebnisse so einkasteln und strukturieren. Wir haben uns anhand dessen, was wir so in den Einrichtungen der Jugendarbeit wahrgenommen haben, also verschiedene Arbeitsweisen mit und in sozialen Medien, haben wir so ein Schema entwickelt. Das dient vor allem der Analyse. Also Analyse aktueller Nutzungsweisen sozialer Medien in irgendwelchen Interaktionszusammenhängen mit Jugendlichen, Adressatinnen, Adressaten der Jugendarbeit. Wir haben da zunächst ganz grundsätzlich unterschieden, ob es um medienbezogene Jugendarbeit geht oder um medienvermittelte Jugendarbeit. Medienbezogene Jugendarbeit meint, dass die Medien selbst zum Inhalt, also zum Thema der Interaktion und Intervention gemacht werden, etwa in Form von medienpädagogischen Interventionen. Also man erklärt etwa Sicherheitseinstellungen, beschäftigt sich mit Cybermobbing oder ähnlichen Themen. Vermittelte Jugendarbeit meint, dass mit Hilfe digital interaktiver Medien mit den Jugendlichen kommuniziert wird. Das heißt, hier sind die Medien das Mittel, mit dem unter anderen Mitteln gearbeitet wird. Das ist eine analytische Unterscheidung, macht aber durchaus Sinn, sich zu überlegen, was ist eigentlich die Zielsetzung, was will ich mit diesen Medien überhaupt? In der Praxis kann natürlich auch beides zusammenfallen. Also es kann sowohl um Medien gehen, als auch medienvermittelt gearbeitet werden oder in einer komplexeren Kombination. Für die Reflexion der eigenen Arbeitsweise kann es aber recht hilfreich sein. Wir haben dann nochmal etwas genauer unterschieden und jetzt für alle, die hier offline sind, habe ich jetzt auch schon das Ganze in Papierform ausgedruckt da
Und ich glaube, alle können dann auch die Folien am Schluss haben. Das heißt, man braucht nicht abfotografieren und Ähnliches. Also man kriegt sowohl jetzt als Papier. Flora, darf ich dich bitten? Danke. Alle, die online dabei sind, wir werden uns gleich in ein Padlet zurückziehen, wo diese Bereiche nochmal drinnen sind. Also nochmal hier auch noch mehr in die Tiefe gehen. Genau. Und ich erläutere jetzt noch ein bisschen, also auf der Seite der medienbezogenen Jugendarbeit, das ist jetzt die linke, die bläulich eingefärbte Seite, unterscheide ich nochmal zwei Unterformen, nämlich zum einen, wie schon erwähnt, medienpädagogische Arbeit. Das heißt, hier geht es um die Vermittlung von Kompetenzen für digital interaktive Lebensräume im Sinne medienpädagogischer Interventionen, die das Ziel haben, sowas wie eine selbstbestimmt kritische Mediennutzungskompetenz zu stärken. Das können auf der einen Seite technisch-formale Kompetenzen sein, etwa wie finde ich überhaupt Informationen, wie kann ich Medien formal nutzen, also über Sicherheitseinstellungen Bescheid wissen. Und das können zum anderen inhaltliche und soziale Reflexions- und Entscheidungskompetenzen sein, wie kann ich Informationen selektieren? Nach welchen Kriterien kann ich sie selektieren? Quellenkritik ist ein wichtiger Punkt. Die Selektivität sozialer Medien hinterfragen lernen oder auch dafür Kriterien zu bekommen. Wie kann ich sie, nach welchen Kriterien kann ich sie hinterfragen? Insgesamt so etwas wie einen selbstbestimmten Umgang mit Öffentlichkeit und Privatheit im Netz fördern und Kompetenz auch die Kompetenz zur reflexiv selbstbestimmten Gestaltung der eigenen Rolle oder der eigenen Rollen im Netz, also der Rollen der Jugendlichen, der eigenen Identitätsarbeit oder Identität im Netz. Das wäre dieses Feld links oben. Links unten das Feld nennt sich kreativ-transformative Medienarbeit. Hier geht es um das Vermitteln von Kompetenzen zur kreativ-transformativen Gestaltung des digitalen Raumes. Das heißt, es geht weg von der reinen Mediennutzung, das ist der wesentliche Punkt, bis hin zu Coding, Hacking, aber auch Kompetenzen wie Videoschnitttechniken, wie selbst erstellte Filme ins Netz stellen können, auch Wissen und Unterstützung dabei bekommen, dass man selbstständig Websites gestalten kann, Blogs, Vlogs, Podcasts und so weiter. Sie wissen das alle viel besser. Auf der rechten Seite, ich habe eine Rechts-Links-Schwäche, sorry. Auf der rechten Seite bei der medienvermittelten Jugendarbeit unterscheiden wir auch wieder zwei Unterformen, nämlich zum einen Information und Dissemination, also Verbreitung mithilfe digitaler Medien. Hier geht es in der Regel nicht vorrangig um die direkte medienvermittelte Interaktion mit den Jugendlichen, sondern es geht vor allem um solche Dinge wie ich beschaffe mir selber Informationen oder ich verbreite Informationen inklusive Öffentlichkeitsarbeit oder auch Dissemination, also Verbreitung von Projektergebnissen und so weiter. Dieser Unterkategorie kann man auch verschiedene freizeitpädagogische Angebote zuordnen, die digitale Medien vor allem zur Informationsbeschaffung oder zur Orientierung nutzen. Etwa Outdoor-Aktivitäten wie GPS-basierte Spiele oder Ähnliches. Also die könnte man auch in die Kategorie tun. Das vierte Feld, muss ich schauen, rechts unten, ja, meint Online-Interaktion mit den Jugendlichen und Online-Intervention auch in sozialen Medien. Das heißt, hier findet die Jugendarbeit in digitalen Räumen statt und mit Hilfe der diese Räume konstituierenden Kommunikationsmedien auch statt. Hier können sozialen Medien, und das ist das Verbreitetste eigentlich, können Mittel zur Kontaktanbahnung und auch zum Kontakthalten über längere Zeiträume sein. Oder es geht um tatsächlich Interventionen im engeren Sinn, Fachkräfte der Jugendarbeit, beziehungsweise auch ehrenamtlich Tätige, also Personen, die in der Jugendarbeit tätig sind, arbeiten in diesen Räumen mit den Jugendlichen und setzen Interventionen verschiedenster Art. Also
ich denke, eines der plastischsten Beispiele ist vielleicht so etwas wie Online-Beratung. Also das würde da einfach dazugehören. Ja. Oder auch Online-Plaudern im Sinne von Beziehungsarbeit könnte natürlich auch darunter fallen. Oder Diskussionen online durchführen, moderieren und so weiter. Ja, dann mache ich jetzt mal einen Punkt und übergebe an die Barbara. Emma, wenn ich jetzt also zum Stefan von Jugendinfo, Jugendberatung, Online-Beratung hinüberschaue, das würden wir wo verorten? Wo würde der Stefan unterwegs sein mit der Online-Beratung? Ganz klar, rechts unten Online-Interaktion und Intervention. Und wenn ich jetzt sage, die Pfadfinder, egal ob ihr das jetzt ganz konkret tut oder nicht, machen ein Action-Bound im Wienerwald, wo wäre der hier zu finden? Was passiert da genau mit den Medien? Action-Bound ist eine Schnitzeljagd, ja. Quasi GPS-basiert. Okay, da würde ich rechts oben Information und Dissemination, also weil das soziale Medium selber vor allem zur Orientierung dient und nicht zu umfassenderen Interaktionen miteinander. Und das Rote Kreuz plant so die digitale Ethik, Menschlichkeit, wo mit den Jugendlichen gearbeitet wird, wo Themen besprochen werden, wo es um diese digitalen Medien geht, würden diese Dinge verortet werden? Das klingt jetzt, ohne dass ich ganz genau weiß, genau, klingt das jetzt so nach links oben medienpädagogischer Arbeit. Sie nicken, ja. Und wenn wir jetzt einen Film machen mit den Jugendlichen, dann ist der links unten, oder? Ja, genau. Das ist schön. Das geht sich jetzt bei diesen Beispielen nämlich immer so schön aus. Es gibt auch Beispiele, da weiß man nicht so genau, wo die jetzt hingehören. Meistens gehören sie in zwei Felder gleichzeitig oder sogar in drei oder vier. Also das gibt es auch. Das werden wir jetzt auch ausprobieren. Ja. Wir machen das jetzt gleich online und offline praktisch. Wir bilden uns ein Bild vom Spektrum der Dinge, die wir hier haben. Hier im Raum gibt es die ganz herkömmlichen Karteln. Und im Online-Raum gehen wir zu einem Padlet, das der David gleich einblenden wird. Ich werde jetzt aus dem Bild verschwinden und in den Online-Teil abtauchen. Wir machen jetzt zehn Minuten, schauen wir mal, bis wir kommen und schauen, dass wir möglichst viele Beispiele sammeln. Was kennen wir an praktischen Beispielen für diese vier Bereiche? Ja. Ich bleibe hier quasi im Offline-Bereich weiter und ich lege aber auch das Mikro weg, damit ich euch online nicht störe. Ist ganz komisch, sich dann nicht mehr zu hören. Machen wir es nicht fertig. Also die Offline-Gruppe richtet schon die Bildschirme zum Präsentieren her. Das heißt, ich werde dann mich jetzt hier wieder hinüberbegeben und ich werde dann nachher das Padlet einblenden und die Ergebnisse, die wir jetzt hier hatten, auch kurz herzeigen. Ihr könnt aber in der Zwischenzeit, während die Offline-Gruppe noch vorstellt, selbstverständlich noch Dinge einblenden und dazu schreiben. Bis später dann gleich. Das heißt, wir starten hier mit den... Ja, gut, dann führen wir die Ergebnisse mal zusammen. Es sind ja viele spannende Punkte gekommen. Wir machen es auch gleich offline und online zusammen. Ja. Wir trauen es uns einfach. Wir trauen es uns. Wir starten mal. Genau. Wir fangen mit der medienpädagogischen Arbeit an. Da haben wir hier stehen. Ich lese das einfach mal vor. Vielleicht mag auch irgendjemand zu einem Punkt, der euch besonders wichtig ist, noch einen Satz dazu sagen. Hier habe ich mal von Wien extra das Medienzentrum stehen. Ich habe dann hier Teil des Kinder- und Jugendprogramms, Jahresthema 2019-21 stehen. Überregionale Workshops und Referate, also vom Format her Workshops und Referate steht hier. Auseinandersetzung mit aktuellen Studien, Schwerpunkt digitale Menschlichkeit und darunter steht auch Workshops jugendliche Pädagogen. Wenn wir jetzt übergehen zum Padlet, dort waren wir ein bisschen konkreter. Da war zum Beispiel von den Jugendinfos der Workshop Lost in Information. Es war ein konkreter Workshop, da ging es um Menschenrechte, Menschen-Kinderrechte rund ums Internet. Und
Ein Punkt war noch, das ist auch noch aus der Vorbesprechung, wie kann man Sicherheitseinstellungen mit Kindern und Jugendlichen besprechen und diese in die Arbeit einbeziehen. Hier ist noch der Punkt, wie kann ich aktiv teilnehmen an der digitalen Welt, also hier Infos über verschiedene Plattformen weiterzugeben und die Sensibilisierung und Information über die Datenverwendung, Datenschutz. Da muss irgendeine safe Internettrainerin unter uns gewesen sein, da im Online-Bereich. Gehen wir weiter in den kreativen, transformativen Medienbereich. Oder, Heimer, du gibst noch Ergänzungen? Ich würde gerne noch was zur medienpädagogischen Arbeit ergänzen. Das, was wir in Einrichtungen der offenen Jugendarbeit oft gesehen haben, das ist, dass das sehr oft gar nicht in so spezifischen, größeren Formaten wie einem Workshop stattfindet, sondern viel medienpädagogische Arbeit so nebenbei passiert. Wir haben das dann so alltägliche Awareness-Interventionen genannt. Das heißt, Die Jugendlichen sind zum Beispiel einfach in den Räumlichkeiten da, man sieht, die tun da am Handy herum, man kommt mit ihnen einfach ungezwungen ins Plaudern, redet über Sicherheitseinstellungen auch, lässt sich die zeigen, erfährt erstens selber etwas über neue Apps oder so, weil ich meine, das ist ja auch herausfordernd, ständig gibt es da irgendwas Neues und kann dabei aber auch die Jugendlichen dazu anregen, zu schauen, na, wo sind denn die Sicherheitseinstellungen, welche Sicherheitseinstellungen habe ich denn? Das ist ein sehr bewährtes und ein das weit verbreiteste Form der medienpädagogischen Intervention, die aber oft gar nicht so wahrgenommen wird auf den ersten Blick. Deshalb wollte ich das ergänzen. Also die manchmal absichtlichen Workshops, manchmal passieren sie auch einfach so. Genau, manchmal passieren sie einfach. Also müssen wir kreativ sein und dann gehen wir mal gleich über schon in diesen Teil. Kreativ transformative Medienarbeit, also hier geht es weg von der reinen Nutzung sozialer Medien. Hier haben wir stehen Beiträge bei Jugendgesundheitskonferenzen. Ich nehme an, da ging es auch um sowas wie ein Video oder sowas machen oder auch visuelles Material oder so. SDG-Videos bei 72 Stunden, habe keine Ahnung, was das ist. Mikro? SDGs, die ja. Von der Europäischen Union ja. Eingeführten UN. Social. UN. Ja. Die. Ziele, Sustainable Development Goals. Da habt ihr Videos entwickelt und verbreitet die. Jugendlichen haben die Videos selbst entwickelt. Super. Und die 72-Stunden-Aktion, magst du dir auch noch kurz vorstellen? 72 Stunden ohne Kompromiss ist eine Sozialaktion der katholischen Jugend, wo sich Jugendliche anmelden in Gruppen und nachher 72 Stunden lang sich in einem sozialen Projekt engagieren. Dürfen die eigentlich schlafen zwischendrin? Sie dürfen schlafen dazwischen. Danke, dass du es gesagt hast. Das wird von wir nahe an der Folter. Aber das Schlafen wird von den 72 Stunden abgezogen. Ihr seid streng. Storytelling, Social Media. Mag jemand einen Satz zum Storytelling sagen? Was kann man sich darunter genau vorstellen? Von wem kam es denn? Ja, im Bereich, sagen, sei es Influencer oder sagen Erzählmöglichkeiten in der Aneignung von digitalen, sozialen Medien, im Erzählen von Kampagnen, ja. Geschichten, Stories. Spannend. Und die erzählt wer? Die Influencer oder auch Jugendliche oder wer erzählte? Oder du? Im Idealfall nicht die Erwachsenen, wenn wir über Jugendarbeit reden. Also Jugendliche. Laufende Insta-Takeovers habe ich hier stehen und Action, zeig, was dich bewegt. Was ist das? Das war ein Mediengesundheitsförderungsprojekt von uns, bei dem eben mittels Filmen Jugendliche sich mit dem Thema Gesundheit auseinandergesetzt haben. Ähnlich wie bei den Jugendgesundheitskonferenzen, nur ein bisschen größer und länger angeregt quasi. Vielen Dank. Barbara, die tust du online ergänzen? Wenn ich zum Padlet komme. Ich kann mich jetzt da schon erinnern an die Erklärvideos, die ich im Padlet gesehen habe, gemeinsame Hashes entwickeln, Creative Coding machen, Erklärvideos mit Jugendlichen erstellen. Ich glaube, weiter unten war nichts mehr. Oder David, kannst du da noch hinuntergehen? Das wären die Beiträge aus dem Bereich der kreativ-transformativen Arbeit. Mhm. Hast du noch Beispiele aus eurer Forschung zu dem Bereich oder haben wir den ganzen Bogen?
Ich denke, ein wichtiger ergänzender Punkt, also generell gilt es zu sagen, das ist ein Feld, da ist meistens ein bisschen weniger gekommen, das auch manchmal ein bisschen anspruchsvoller ist oder auch über die Aufträge mancher Einrichtungen hinausgeht. Spannend fand ich, das geht zwar über soziale Medien hinaus, aber sowas wie Makerspace. Magst du dazu ein bisschen was sagen noch, Florian? Ja, also eine Einrichtung, mit der wir kooperiert haben in Vorarlberg war das, die das recht stark, das Konzept auch aus der Schweiz zu sich rüber transportiert, importiert haben. Und beim Makerspace kreativ-transformative Medienarbeit dann, wenn sie in irgendeiner Form auch zu tun hat mit Online-Geschichten, mit vielleicht auch Coding, kann natürlich auch, also es wäre jetzt in unserem Verständnis nicht, wenn ich ein T-Shirt, mir ein Motivausdruck offline, vielleicht auch online, aber mir das dann einfach auf ein T-Shirt bügeln. Das wäre vielleicht, jetzt könnte man jetzt noch nicht als kreativ-transformative Medienarbeit bezeichnen, aber es gibt in diesem Bereich Makerspace sicher auch Tätigkeiten, die man da dazu rechnen kann. Also in Finnland zum Beispiel ist es meines Wissens schon relativ weit entwickelt. Gibt jetzt auch eine Veröffentlichung, eine ganz aktuelle dazu, ein Buch von Werke, vom dortigen Kompetenzzentrum als Tipp. Kann man gratis bestellen. Aber wenn man jetzt das Motiv fürs T-Shirt digital entstehen lässt und urkreativ macht, dann wird schon dazu gehen. Zugehen, würde ich sagen, ja. Gut, wir gehen rüber zur rechten Hälfte, nämlich zur medienvermittelten Jugendarbeit. Da haben wir als erste Unterform Information und Dissemination. Hier habe ich stehen jugendportal.at, also eine Online-Plattform, wo sich verschiedenste Informationen holen kann und Materialien. Jugendreporter bei Special Olympics habe ich hier stehen. Das heißt, die berichten darüber, über die Events dort, nehme ich an. Action Bound. What's that? Das war das vorhin angesprochene digitale Schnitzeljagdspiel. Entschuldigung, das Schnitzel. Das Schnitzeljagdspiel. City Challenge mit Action Bound, also nochmal, okay, nur in der Stadt. Darf ich da vielleicht was ergänzen? Ich war vor 2 Jahren in einer europäischen Arbeitsgruppe, unter anderem mit den finnischen Kollegen und Kolleginnen zur digitalen Jugendarbeit, und die waren urneidig, weil wir nämlich in Österreich relativ viel so vor Ort draußen an digitaler Jugendarbeit machen. Also gerade so Sachen wie Action Bounce, die sind nur im deutschsprachigen Raum bekannt. Bei uns werden sie wirklich recht viel genutzt. Gibt es viele Beispiele. Und in Finnland haben sie uns echt neidig angeschaut. Einmal war es umgekehrt. Es ist eh ganz selten umgekehrt. Dann haben wir hier Infos via Facebook. Lost in Information, Infokompetenz, also auch Informationsselektionskompetenz klingt das jetzt. ÖA ist wohl Öffentlichkeitsarbeit, ja, ein Nicken. No Hate Speech Kampagne, ja, ganz was Wichtiges. Ist ja auch hier das Kompetenzzentrum sehr aktiv in dem Feld. Skype-Konferenz, YouTube-Videos und Podcasts, themenbezogene, also hier wird auch Information vermittelt. Ich übergebe an dich, Barbara. Genau, wenn wir jetzt wieder ins Padlet gehen, ein Punkt, den ich mir schon gemerkt habe, waren Screencasts erstellen, auch als Unterrichtsmedium nutzen. Das machen zum Teil die Lehrenden, aber manchmal auch die Schüler und Schülerinnen selbst. Also könnte das wahrscheinlich auch in diesem Bereich der kreativ-transformativen Arbeit auch noch drinnen sein, wenn es die Schüler und Schülerinnen selbst machen. Facebook- und Instagram-Postings kommt hier unten noch und auch Termine koordinieren, festlegen, also organisatorisches, aber auch Online-Schulungen und Weiterbildungen. Ich würde vielleicht noch ein Beispiel aus der offenen Jugendarbeit ergänzen. Ich fand das ganz spannend, dass manche mobil arbeitenden Einrichtungen zum Beispiel oder auch in Jugendzentren, wenn ein Offline-Event stattfindet, dass man während des Events noch kurz wo mitfilmt oder der Musiker, der auftritt, der Rapper oder was auch immer es war, lädt kurz per Insta, per kurzem Video über Insta, vielleicht in Form einer Story oder so, ein während der Veranstaltung, um ganz kurzfristig noch Leute auch zum Event zu bewegen. Ja. Das ist eine schöne Kombination, auch aus Offline und Online.
Dann sind wir bei Online-Interaktion und Intervention. Hier haben wir die Online-Beratung und Online-Therapie. Also jetzt müssen wir nur schauen, dass wir dich ins Bild kriegen. Einen Moment, Hemmer. Bin ich im Bild? Wo soll ich hin? Jetzt. So. Nein, jetzt bin ich falsch. So. Gut. Ja, aber den das ist auch im Bild. Das ist ja viel wichtiger, dieser Zettel hier. Get Social, Jugendkommunikation. Was ist das? Ja, das ist unsere generelle Jugendkommunikationslinie im Roten Kreuz. Mhm. Das heißt, darüber laufen alle unsere Interaktionen mit unseren Jugendlichen und externen Jugendlichen in verschiedensten Formen. Okay. Dann haben wir hier E-Participation. Vielleicht auch ein näheres Wort dazu, was man sich vorstellen kann? Okay. Ja, die Möglichkeiten zu nutzen, die digitale Medien bieten, um Beteiligungsprojekte auch online abwickeln zu können. Also nicht nur offline und das Blended-Konzept gemischt online, offline, aber eben nicht zu vergessen, dass man junge Zielgruppen auch dort abholen kann, digitalen Raum für Beteiligungsprojekte. Okay, ich glaube, das nächste ist auch gleich von der gleichen Schrift. Gleiche Schrift, gleiche Farbe, ganz genau. Online Streetwork, ja. Zum Beispiel des Vereins Turn, wie Jamal Al-Khatib, die tolle Kampagne. Oder auch das nächste dann, die Spezialgeschichten, die Online-Beratung gegen Rechts. So gerade in Ländern wie Österreich und Deutschland, wo wir ein großes Problem haben mit Gewalt von Rechts, mit diesen vielen Einzelfällen, ein ideales Medium, um sagen, da Aussteigerinnen und Aussteigern auch abzuholen oder eben diesem ganzen Rechtsruck was entgegenzusetzen auch. Bei Online-Streetwork darf ich hinzufügen, dass also reines Online-Streetwork finden wir ganz, ganz selten. Da ist wahrscheinlich Turn die Ausnahme, beziehungsweise geht er jetzt erst so richtig auch rein mit Online-Streetwork, nicht wahr, Florian? Florian ist von Turn, wir haben hier bitte gleich auch jemanden. Machen wir in Österreich seit 2017 und in Deutschland gibt es meines Wissens 2 oder 3 Projekte, die Online-Streetwork machen. Sonst im deutschsprachigen Raum kenne ich nichts. Üblicherweise ist es kombiniert, also on- und offline kombiniert. Insta-Stories mit Interaktionsmöglichkeiten, WhatsApp-Beratung, also Beratung über dieses spezielle soziale Medium. Und dann haben wir noch Online-Fragebogen, also auch Befragung, also Einbindung über Befragungen. Wir haben da vorher diskutiert, wo das dazugehört, hier oder bei Information und Dissemination. Und das ist jetzt mal hier. Und als Beispiele noch aus dem Online-Raum, das Padlet war schon da, gemeinsame Events über Dropbox, also auch wieder ein bisschen organisatorisches oder ähnliche Anwendungen planen oder auch durchführen. Aus wahrscheinlich der Gruppenarbeit direkter interessante Artikel aus dem Internet sofort per WhatsApp an Gruppen weiterverteilen können und nochmals die interessanten Artikel oder auch andere Informationen über irgendwelche sozialen Netzwerkkanäle weiterzugeben. WhatsApp ist da eine Variante. Vielleicht darf ich noch hinzufügen aus unseren Erhebungen. Wir haben in 4 Einrichtungen der offenen Jugendarbeit in dem Fall vertiefende Einsichten gewonnen und eine Erfahrung ist, dass soziale Medien wie etwa WhatsApp bei allen Sicherheitsbedenken natürlich, aber für die Jugendlichen ein besonders niederschwelliges Medium darstellt, um nicht nur in Kontakt zu sein, sondern vor allem auch, um auch Probleme zu thematisieren. Also es sind manchmal Jugendliche, mit denen die Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter seit langem in Kontakt sind, mündlich, persönlich, aber das erste Mal äußern sie ein gravierendes persönliches Problem, ein familiäres Problem, ein schulisches, was auch immer, plötzlich über ein soziales Medium. So, das wird schnell rausgeschmissen gewissermaßen, diese Information. Dann gilt es für die Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter, damit umzugehen. Oft wird das dann ins Offline geholt, wenn es einfach um umfassendere Beratung oder Unterstützung geht. Das ist wahrscheinlich auch das sinnvollste Weg. Es war jetzt oder ist auch noch so die Debatte an vielen Orten. Was tut man eigentlich mit WhatsApp und der Datenschutzgrundverordnung? Darf man mit Jugendlichen mit WhatsApp wegen der Datenschutzgrundverordnung in Kontakt sein? Und da gibt es jetzt verschiedene Wege. Manche sagen ganz strikt nein. Ihr müsst mit den Jugendlichen über andere Kanäle in Kontakt kommen. Nur aus den eben erwähnten Gründen funktioniert das oft nicht. Andere gehen andere Wege und sagen, okay, wir nehmen Telefone, die ganz jungfräulich sind, also keine Kontakt,
Wüstendatenbanken schon am Handy haben, sondern speichern hier nur Nummern ein von Jugendlichen, mit denen wir im Kontakt sind und die auch einverstanden sind, dass wir sie per WhatsApp kontaktieren dürfen. Gerade in der Prävention gibt es da ja auch eine Klausel für die Prävention, die das auch aufgrund der Datenschutzgrundverordnung ermöglicht. Also da werden verschiedene Wege auch noch ausprobiert. Ich glaube, da haben wir noch nicht die allerletzten Erkenntnisse wirklich, wie wir mit diesem Thema umgehen. Aber was wir an einigen Einrichtungen sehen, dass ein WhatsApp-Verbot eigentlich eher dazu führt, dass der Kontakt mit den Jugendlichen nicht aufrechterhalten werden kann. Das heißt eigentlich das, wozu die Einrichtung, vielleicht auch die Präventionseinrichtung da ist, gar nicht mehr erfüllt werden kann. Und damit könnte man auch diesen Punkt berechtigtes Interesse als eine rechtliche Grundlage nehmen, um mit den Jugendlichen trotzdem weiterhin per WhatsApp in Kontakt zu sein. Also, dann werden wir noch schauen, wo uns die Reise hinführt. Jetzt wärst du mit einem Input zu den Medien, zur Mediennutzung der Jugendlichen an der Reihe. Ja, eine andere Richtung. Noch eins? Ja, genau. Das wird sich sehr sensible Maus. Safe Internet erhebt mit Hilfe des Instituts für Jugendkulturforschung den Jugend-Internet-Monitor. Möglicherweise kennt ihr den auch schon und daher mache ich es relativ kurz. Wir erheben den jetzt im vierten Jahr und vielleicht, was sind so die Highlights des heurigen Jahres? Ganz generell bemerken wir, dass die sozialen Netzwerknutzung in allen Bereichen wenig hinuntergeht, mit einer Ausnahme, nämlich Instagram. Aber so vielleicht sind unsere Jugendlichen auch schon ein bisschen müde, soziale Netzwerke zu nutzen. Es wird ihnen vielleicht insgesamt ein bisschen zu viel oder sie haben gar keine Zeit, weil sie auf Netflix viel mehr Zeit verbringen. Das könnte die andere These sein. Ja, die Reihenfolge, so diese ersten 5 Plätze, die sind eigentlich in all diesen Jahren gleich, schon urlangweilig. WhatsApp, YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook. Zu Facebook hatte ich habe das eine Weile bezweifelt, diese Daten zu Facebook. Ich habe gedacht, das kann nicht sein, so viele Jugendliche, irgendwas muss da mit der Erhebung nicht stimmen, bis ich folgendes Erlebnis hatte. Ich habe mit einer Jugendlichen kommuniziert, die mich auf etwas angesprochen hat, dass ich nur Facebook gepostet hat. Die konnte das von mir nicht wissen. Und ich habe sie dann gefragt, das habe ich auf Facebook gepostet. Wieso siehst du das? Seit wann bist du auf Facebook? Und sie ist rot geworden. Jetzt stellt sich die Vermutung, dass es vielleicht so ist, dass tatsächlich so viele Jugendliche, nämlich irgendwas bei 44% auf Facebook unterwegs sind, vor allem bei den Älteren, aber es nicht zugeben, weil es eben nicht besonders cool ist. Seit diesem Erlebnis bezweifle ich die Zahlen ein bisschen weniger. Eine interessante Sache ist auch noch TikTok. Da seht ihr rechts, nicht so besonders gut. 19% steht hier von den Zahlen. Es ist etwas hinaufgegangen im Vergleich zum Musical.ly des vergangenen Jahres. Was ist TikTok? TikTok ist die Nachfolgeplattform von Musical.ly. Und ich glaube, die sollten wir uns alle merken. Nicht wegen diesen 19%, sondern weil wir bemerkt haben, dass plötzlich die älteren Jugendlichen, die so 20, 25-Jährigen, massiv auf TikTok einsteigen. Wir sehen das nicht nur in unserer Umgebung, sondern auch plötzlich bei YouTubern, was dort alles so passiert. Und TikTok wird ein bisschen mehr das YouTube. Also es ist nicht mehr nur so die Musikvideos, sondern da sind durchaus auch schon mehr Dinge, als nur Bespaßung. Erste andere Ansätze sind da. Also ich glaube, das werden wir uns noch ein bisschen genauer anschauen müssen, ob wir wollen oder nicht. Alle, die wir hier in diesem Bereich unterwegs sind. Wichtig sind auch die ganzen Dinge, die im Bereich der Spiele sind. Also Twitch, dort kann man Spielern zuschauen und Spielerinnen. Discord, da kann man sich mit anderen unterhalten. Auch die
sind dazugekommen. Und vielleicht wird auch Discord eher so ein Netzwerk, das noch weitere Verbreitung finden wird. Vielleicht wird das manche dieser direkten Kommunikationen in den nächsten Jahren auch noch ablösen, werden wir sehen. Ich glaube, das sind so im Großen und Ganzen die wichtigen. Aber hier gab es eine Wortmeldung. Wie ist jetzt so bei dieser Umfrage die Definition von Jugend bis 30? Oder? Nein, dieses ist 11 bis 17 Jahre, entschuldige. Also hier ist 11 bis 17. Mhm. Gut. Und nun bewegen wir uns in das Netzwerk hinein, das tatsächlich einen Zuwachs verzeichnet hat, wo wir schon fast sagen könnten, also Instagram wird jetzt so Mainstream oder ist schon Mainstream. Das heißt, es wird nicht mehr so lange dauern, da werden die Jugendlichen wieder abwandern. Das hätten wir bei früheren Netzwerken auch schon gesehen. Noch ist es aber nicht so, noch nimmt es zu, noch hat es eine unglaublich große Bedeutung. Und deshalb, Hemmer, ist es auch berechtigt, dass wir uns jetzt in erster Linie mit Instagram beschäftigen. Ja, genau. Das war für uns sehr spannend während dieser gut zwei Jahre, die wir da forschen durften, die wir den Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter auch über die Schultern schauen durften, dass genau in dieser Zeit sie oft begonnen haben mit einem Insta-Account, mit einem Instagram-Account und so erste Gehversuche gemacht haben und auch da immer professioneller drin geworden sind. Am Anfang war so oft die Frage, na, was tun wir mit diesen Medien? Ja, da, also das hat auch ständig die Funktionen erweitert. Und am Anfang waren es vor allem nur Bilder. Wie können wir über Bilder kommunizieren? Unsere Kommunikationsweise ist doch eigentlich eine völlig andere. Ja, wir reden mündlich, wir reden face-to-face in vertrauensvollen Beziehungen mit den Jugendlichen oder haben gemeinsam Spaß. Was tun wir überhaupt mit so einem komischen Medium in dem Fall in der offenen Jugendarbeit? Aber wir haben ja jetzt gesehen, auch in Vorbereitung dieses Workshops, dass ganz viele Einrichtungen auch der verbandlichen Jugendarbeit, Jugendinfo sowieso auch, mit diesem Medium arbeiten. Ich möchte zuerst einen kurzen Input geben, so ganz allgemein zu Instagram als Arbeitsmedium der Jugendarbeit. Jetzt muss ich einmal und weiterklicken. Während die Hemmer weiterklickt, möchte ich darauf aufmerksam machen, bitte holt eure Handys heraus. Wir werden die im Anschluss an Hemmers Ausführungen brauchen, online wie offline. Da haben wir dann keine Unterschiede. Ja, wunderbar. Bitte entschuldige, Hemmer. Auch wir hier sind nicht ganz analog. Genau, ich möchte einen kurzen Input geben. Dann werden wir mal mit einer Mentimeter-Umfrage schauen, wo wir hier alle stehen mit Instagram. Und nach einer Pause wollen wir mit ganz konkreten Posts dann arbeiten. Zu meinem Input. Auch diese Folien gibt es dann wieder irgendwo zum Download, beziehungsweise diejenigen, die hier oldschool persönlich mündlich anwesend sind, körperlich anwesend sind, die haben schon so einen analogen Papierausdruck bekommen. Ich möchte zunächst auf ein paar Charakteristika dieses Arbeitsmediums verweisen, weil das auch relevant ist dafür, wie man arbeiten kann, was man damit machen kann, wie man kommuniziert. Bei Instagram handelt es sich, wie auch bei einigen anderen der sozialen Medien oder wie bei allen anderen sozialen Medien, um ein multimodales Kommunikationsmittel. Es geht um multimodale Kommunikation, also zum einen visuelle Kommunikation, Bild und oder Video, aber auch dann schriftliche Kommunikation mit Bildunterschrift, mit Hashtags, mit Kommentaren, mit Antworten auf Kommentaren, mit diversen Sonderfunktionen und so weiter. Ich habe vorhin schon gesagt, dass in der Jugendarbeit viele gesagt haben, na, was tun wir mit diesem komischen Medium? Ja, das widerspricht unserer herkömmlichen Arbeitsweise so sehr. Es hat ein ganz zentrales Strukturmerkmal, das so eben der bisher vorherrschenden und auch nach wie vor ganz zentralen Face-to-Face-Interaktion ganz deutlich widerspricht. Face-to-Face-Interaktion ist flüchtig, sie wird nicht festgehalten. Interaktion in sozialen Medien, zum Beispiel in Instagram jetzt ganz konkret, ist speicherbar und ist replizierbar. Die Interaktionen in sozialen Medien sind digital dokumentiert. Das hat Vor- und Nachteile. Instagram bietet keine neutralen Räume und Strukturen für Kommunikation, sondern
forciert durch seine mediale Logik eine Kultur der Selbstthematisierung. Ja, sie fördert eine Werbeästhetik durch eine Ökonomie der Aufmerksamkeit. Was meine ich mit Ökonomie der Aufmerksamkeit? Das ist ein Konzept der Informationsökonomie, dass die Aufmerksamkeit von Menschen als das knappe, als das knappe, neue knappe Gut betrachtet, mit der zunehmenden Vernetzung und den neuen Medien und den sozialen Medien sinken die Kosten für Information und Unterhaltung immer weiter. Begrenzt ist nicht mehr der Zugang, sondern die Aufmerksamkeit. Sie ist die knappe Ressource, das begehrte Einkommen, das ökonomische Kapital, die soziale Währung, die es zu erlangen gilt. Wenn man sich nun anschaut, also wir sehen es, wir haben auch so Medieninterviews mit Jugendlichen geführt, die Accounts der Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter gefolgt sind. Und da sieht man, dass es diese Posts recht schwer haben, überhaupt die Aufmerksamkeitsgrenze zu überschreiten der Jugendlichen, ja, überhaupt von denen wahrgenommen zu werden. Nur der geringste Teil wird wahrgenommen. Was wird wahrgenommen? Es werden vor allem Sachen wahrgenommen, erstens, wenn sie ästhetisch besonders ansprechend sind, also genau dieser Logik folgen auch der Werbeästhetik und so weiter. Wenn sie einen direkten Bezug für die Jugendlichen, oder wenn die Jugendlichen einen direkten Bezug dazu haben, also wenn es zum Beispiel ein gemeinsames Erlebnis ist, das im Nachhinein da zum Beispiel dokumentiert wurde oder wo irgendwelche Bilder davon veröffentlicht wurden, auch Videos veröffentlicht wurden. Und auch drittens, wenn Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter persönliche Eindrücke von sich geben, also etwas auch von sich preisgeben, auch von ihrem Privatleben zum Beispiel, das ist, eröffnet natürlich neue Fragen der Grenzziehung zwischen beruflich und privat auch. Ich möchte zum zweiten Feld kommen. Wozu kann man das verwenden, dieses Medium? Wozu wird es konkret verwendet? So, Moment, das ist ein bisschen eng da alles. So. Das sehen wir, also verschiedenste Formen der Öffentlichkeitsarbeit und auch Vernetzung. Kann man immer fragen, mit wem, mit Jugendlichen, mit anderen Einrichtungen, mit Stakeholdern, mit Systempartnern, mit Politik, Kommune, soziale Dienste und so weiter. Es wird verwendet, um Infos bereitzustellen. Das können auch so Infos sein wie Jobinformationen für Jugendliche, ja? Also ganz, ganz verschiedenste Art, oder Informationen über neue, wie heißen die, so Jugendgesetze, so Gesetze, wie lange darf ich fortgehen, ja, wie lange darf ich allein gehen oder so. Es kann Bewerben eigener Veranstaltungen sein, beziehungsweise auch im Nachhinein diese Veranstaltungen dann dokumentieren. Dieses Bilder von eigenen Veranstaltungen zu posten, hat auch einen wichtigen Aspekt, den wir dann als gemeinsame Erinnerungsarbeit benannt haben, weil wir auch in Interviews oder generell in Erhebungen gesehen haben, dass Jugendliche auch später dann manchmal noch draufschauen, oder gerade auch Jugendliche, die neu hinzukommen in einer Einrichtung, die schauen sich das an und die liken dann auch so alte Events, oder sie schauen auf Events zurück, an denen sie selbst teilgenommen haben. Also es ist eine Vergemeinschaftung von Erinnerung auch ein Stück weit, die bisher gerade in sehr flüchtig arbeitenden, in sehr niederschwellig arbeitenden Jugendarbeit nicht so gut möglich war. Dann sowas wie positive Stimmung vermitteln. Also das tun auch manche, die posten halt einfach ein fröhliches Morgenbild oder eine Morgenbotschaft oder ähnliches. Man kann damit auch so etwas wie Werte und Haltungen vermitteln, also indem man, ich weiß nicht, zu bestimmten gesellschaftspolitischen Themenstellungen nimmt oder ganz allgemeine Werte zum Ausdruck bringt, wie, ich weiß nicht, Gleichheit, Gerechtigkeit und so weiter, Menschenrechte, auf Menschenrechte verweist. Man kann damit Einblicke in die Lebenswelt der Jugendlichen gewinnen, also indem man ihnen folgt, indem man oder auch in, ihre Posts im eigenen, wie heißt das, Newsfeed, keine Ahnung, hat. Ja. Also indem man sie stalkt. Indem man sie stalkt, genau. Da finden lebhafte Diskussionen statt, inwieweit ist das legitim oder inwieweit überschreitet man da nicht die Grenze zur Privatsphäre der Jugendlichen unerlaubt. Also hier zeigt sich ein Feld, wo so dieses Nähe-Distanz, das professionelle Nähe-Distanz-Verhältnis neu austariert werden muss und auch sehr verschieden beantwortet wird.
auf Posts Jugendlicher kann man natürlich auch reagieren, durch Likes, durch Kommentare, durch andere, ja, vor allem durch diese beiden Formen. Und man kann auch medienpädagogische Interventionen setzen. Ich komme zu einem dritten Punkt. Wenn man als Jugendarbeitseinrichtung mit einem Insta-Account zu arbeiten beginnt, wenn man den einrichtet, trifft man mehr oder weniger bewusst zahlreiche Entscheidungen. Und ich habe hier ein paar wichtige zusammengefasst. Also das findet, so wie es wir beobachtet haben, findet das auch manchmal so ein bisschen wildwüchsig oder so, man kann auch sagen, organischer. Also es entsteht einfach so im Laufe der Zeit und dann muss man es verändern, weil man merkt, es passt doch nicht so. Also zunächst hat man mal die Entscheidung, ist es ein öffentlicher oder ein privater Account beziehungsweise ein privates Profil. Können einem die anderen Leute, Einrichtungen, Jugendlichen einfach von selbst folgen oder müssen sie von einem hinzugefügt werden, geedet werden. Mit zweiterem kann man natürlich wesentlich genauer zielgruppenspezifisch arbeiten. Mit ersterem arbeitet man breiter. Ist es ein Einrichtungsprofil oder ist es ein personalisiertes Profil? Ja, das ist eine relativ weitreichende Entscheidung dafür, was man dann damit machen kann. Also ist es der Insta-Account der Einrichtung insgesamt oder ist es der Account des Jugendarbeiters X oder der Jugendarbeiterin Y, die mit diesem Medium arbeitet. Auch da sehen wir recht verschiedene Dinge. Welche Zielgruppen hat man oder welche Zielgruppen will man ansprechen? Sind das vor allem die Jugendlichen, die ohnehin auch persönlich mündlich bei einem, also im Offline quasi face-to-face angebunden sind? Will man darüber hinaus welche erreichen oder will man auch andere Stakeholder im Sozialraum der Kommune oder auch Eltern oder sonstige Personen erreichen? Ja, das macht auch einen großen Unterschied für das, was man dann inhaltlich dort macht. Wie gewinnt man die Abonnentinnen und Abonnenten? Wozu wird es verwendet? Das habe ich vorhin schon gesagt. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Da sehen wir welche, die vor allem, also Insta als das neue, die neue Homepage nach Facebook gewissermaßen, oder welche, die ganz viel Verschiedenes, auch Wertehaltungen zum Ausdruck bringen. Welche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen arbeiten mit welchen Ressourcen in diesen, mit diesem Account? Wir sehen zumindest in der offenen Jugendarbeit, und das ist vermutlich in der verbandlichen nicht so viel anders, dass es meist hinzukommt. Ja? Also es findet nicht statt der Offline-Arbeit, statt der persönlich-mündlichen Auseinandersetzung, sondern es ist zusätzlich, es findet eigentlich mehr und quasi diversere Kommunikation statt. Das setzt natürlich vor Ressourcenfragen. Ne? Und wir haben es vorhin schon gehabt, diese Frage, wo und wie wird die Grenze zur Privatsphäre der Jugendlichen gezogen? Also das ist eine Frage, die Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter zum Teil sehr beschäftigt. Okay, also wie proaktiv gehe ich auch an die Jugendlichen heran? Hier ist eine der Fragen. Dann habe ich als letzten Punkt, wie kommuniziere ich? Also es braucht ein Basiswissen zu Bildsprache, Bildmedium, habe ich verschiedene Möglichkeiten und ich bin die Unberufenste, darüber zu reden, aber ich erwähne sie jetzt. Ich habe Fotos, ich kann mit Slideshows arbeiten, ich kann mit Fotokollagen arbeiten, mit Kurzfilmen. Also Boomerang ist einer dieser ganz kurzen Filmsequenzen, mit denen man da Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann. Mit Emojis kann ich arbeiten. Das ist auch eine weit verbreitete Erkenntnis. Wenn sich da irgendwas bewegt, ja, in diesem Ding, in diesem Post, dann hat das gleich auch nochmal so viel mehr Aufmerksamkeit. Wie verfasse ich richtig Texte? Was sind gute Bildunterschriften? Wie kann ich mit Hashtags gut arbeiten? Kommentaren, inwieweit will ich überhaupt mit Kommentaren arbeiten? Und wenn ja, was will ich damit kommunizieren? Was will ich damit erreichen? Ja, es gibt dann verschiedenste Funktionen, die mich in Instagram nutzen kann, wie also Stories.
ich glaube, das sind die 24 Stunden oder so sind die verfügbar, werden sehr gerne jetzt eingesetzt, auch um kurzfristig auf aktuelle Events, Angebote aufmerksam zu machen. Ist auch praktisch, weil die brauche ich dann nicht rauslöschen aus dem ganzen Ding und so. Und dürfte sehr gut wahrgenommen werden von den Jugendlichen offensichtlich. Live gehen kann einem in der Einrichtung dann auch gewissermaßen einholen, ja, wenn die Jugendlichen dort einfach live gehen, ohne das abzusprechen, dann kann man gleich eine kleine medienpädagogische Intervention draus machen, zum Beispiel. Also in dem auch die anderen um Einverständnis gefragt werden, an dem auch die Frage nach dem Recht auf das eigene Bild und so weiter thematisiert wird. Ja, ich Likes, Insta direkt als direkte Kommunikation zu einer Person und so weiter. Gut, das waren meine zusammenfassende Einführung gewissermaßen in wie, was muss ich alles berücksichtigen, was sind Fragen, die sich einem stellen, wenn man mit Instagram mit Jugendlichen arbeitet. Darf ich noch eine Frage stellen? Du hast jetzt so verschiedene Dinge aufgezählt. Einerseits die Bildelemente, die in Instagram da sind, aber auch Texte, Hashtags, Kommentare. Eine der ersten Dinge, die ich auf Instagram vor vielen Jahren gesehen habe, war ein Mädchen, die ein Buch geschrieben hat. Die hat immer sozusagen das Bild als Titelbild des Buches, des eines Kapitels, und dann hat sie einen sehr, sehr langen Text hineinkopiert, des von ihr geschriebenen Buches. Ist das heute auch noch was Übliches? Spielt Text noch so eine Rolle oder ist es in erster Linie das Bild? So wie es wir wahrgenommen haben und auch in den Interviews mit den Jugendlichen, mit denen wir, zum Beispiel der Florian und die Christina Schwarzel, die noch mitgearbeitet hat, haben wir uns gemeinsam auch die Accounts der Jugendarbeiterinnen angeschaut und gesagt, okay, was fällt dir da auf oder was spricht dich da an? Es muss das Bild ins Auge springen, sonst wird nicht weitergeschaut. Also das Bild steht derartig im Vordergrund. Ich sehe ganz wenige Posts mit viel Text, ja, sondern also wenn ich mit dem Bild nicht Aufmerksamkeit gewinne, wenn ich mit dem Bild Aufmerksamkeit gewinne oder mit dem Video, dann habe ich vielleicht eine Chance, dass man noch auf die Hashtags schaut oder so. Ja. Auch auf den Text, der drunter und ist. Die Hashtags, Kommentare? Kommentare. Es wird ganz wenig kommentiert derzeit. Vielleicht wird das jetzt ein bisschen mehr. Manche haben gesagt, haben uns erzählt, es wird jetzt ein bisschen mehr, dass mehr kommentiert wird jetzt, dass das mehr angenommen wird, auch in der Jugendarbeit nämlich, dass man mehr damit versucht zu arbeiten. Aber eigentlich ist es bisher noch sehr, sehr wenig vorgekommen. So, und irgendeinen Punkt wollte ich jetzt noch ergänzen, den habe ich, der wird wieder kommen. Gut, dann gehen wir. Die Handys herauszücken, bitte online wie offline. Manche sind da schon ganz brav. Wir machen jetzt eine Umfrage. Wir verwenden die Plattform Mentimeter. Du müsstest noch eins weitergehen. Ja, sollen wir kurz die Antwortmöglichkeiten vorstellen? Sonst gehe ich nachher wieder zurück. Genau, machen wir mal das Mentimeter, also das Handy herausnehmen, online wie offline. Im Browser am Handy menti.com eingeben und dann werdet ihr nach einem Code gefragt und der ist 566341. Könnten bitte online diejenigen, die schon drin sind, im menti.com einen kurzen Lebenszeichen im Chat machen, damit wir wissen, dass wir weitergehen können und zu den Fragen gehen können und du die Fragen noch mal kurz vorstellen kannst. Hier offline klappt schon, ihr seid schon drinnen, ihr liest schon, es wird schon angekreuzelt. Okay, ich stelle dann mal, schaut genau. Online aus? Ich glaube, viele sind schon drin. Fein, dann gehe ich eins zurück und lese nochmal vor. Also die Frage ist, wie nutzen wir Instagram in der Einrichtung? Die erste Möglichkeit ist, und es gibt die Möglichkeit von mehrfach Antworten. Also die erste Antwortmöglichkeit ist, wird nicht genutzt oder wird noch nicht genutzt? Zweite Antwortmöglichkeit, jugendrelevante Informationen bereitstellen. Drittens, zu Veranstaltungen bzw. Angeboten einladen. Viertens, über durchgeführte Veranstaltungen bzw. Aktivitäten berichten. Sechstens, Beiträge von Jugendlichen posten.
Siebtens Werte und Einstellungen bzw. Haltungen vermitteln. Oder sechstens, weiß ich jetzt nicht mehr. Nächster Punkt, Einblicke in Instagram-Accounts der Jugendlichen gewinnen. Nächster Punkt, medienpädagogische Interventionen. Und dann haben wir noch die Sonstiges-Kategorie, wenn ihr etwas macht mit Insta, auf Insta, was da gar nirgendwo reingehört. Das war jetzt nicht so kompliziert. Wahrscheinlich haben hier schon alle abgestimmt. Emma, können wir die Ergebnisse jetzt auch gleich sehen? Oder machen wir das nach der Pause? Das stimmt. Das ist eine gute Idee. Da klickt man drauf, da machen wir es ja. Nicht so spannend. Schauen wir probieren es jetzt mal. Schauen wir uns mal meine Kompetenz an. Ich habe heute meine erste Mentimeter-Umfrage gemacht. Da, bitte, das ist doch toll. Also, die Ergebnisse, dann tun wir sie gleich noch vorlesen. 4 haben geantwortet, wird nicht oder noch nicht genutzt. 8 Personen haben geantwortet, jugendrelevante Informationen bereitstellen. Weitere 8 Personen haben geantwortet, zu Veranstaltungen bzw. Angeboten einladen. 7 Personen haben geantwortet, über durchgeführte Veranstaltungen bzw. Aktivitäten berichten. 3 Personen haben geantwortet, auch Beiträge von Jugendlichen posten bzw. teilen. Das waren die Takeovers, die wir vorher schon hatten, okay, wahrscheinlich. Okay. 7 haben wieder geantwortet, also es ist eigentlich recht viel, finde ich, diese 7, die staunen mich gerade ein bisschen, dass sie auch Werte und Einstellungen bzw. Haltungen damit vermitteln. Niemand hat geantwortet, dass sie auch Einblicke in die geben es einfach nicht zu, Accounts dass der Jugendlichen wird. Gewinnen wollen. Ja. Es wird nicht das finde ich auch ein interessantes Ergebnis. Medienpädagogische Interventionen wurde auch nicht angegeben. Und eine Person hat Sonstiges angegeben. Jetzt würde uns natürlich brennend interessieren, was das ist. War das jemand hier? Ich habe Sonstiges angeklickt, weil wir auch Videos darauf teilen und mir das sonst noch ein bisschen abgegangen ist, so dass das Tonbildformat. Und was für Videos sind das? Einerseits geben unsere Vorsitzenden Einblick in ihr Vorsitzenden-Dasein über die Veranstaltungen, die sie besuchen oder auch was sie gerade wichtig finden, was sie in der Zeitung gelesen haben zum Beispiel. Und auch Erklärvideos. Mhm. Du wolltest auch noch ergänzen oder einen Kommentar dazu? Ja, weil quasi das mit dem verwenden wir noch nicht, bei uns sozusagen noch nicht ganz Zugriff. Wir haben einen Account, aber der ist ja noch nicht deswegen voll in der Bespielung, weil uns noch ein bisschen die Idee und Strategie sozusagen dazu fehlt. Aber es gibt den sozusagen. Aber da kann man sich viel Anregung von anderen holen, nicht? Und heute zum Beispiel auch ein paar. Darum bin ich da. Gibt es noch Kommentare zu diesen Ergebnissen? Überrascht euch etwas? Vielleicht noch eine Ausdifferenzierung, was fehlt bei den Veranstaltungen. Wir machen das auch während der Veranstaltung. Ja. Also nicht nur die Ankündigung und dem Nachbericht, sondern akut auch während der Veranstaltung, dass wir es bespielen. Ja, danke für die Ergänzung. Ich hätte auch noch ein, zwei weitere Kategorien gehabt oder Differenzierungen, aber das Ding ist schon so eng da, dass ich mich dann dafür entschieden habe, das doch lieber kurz, also weniger Antwortkategorien aufzunehmen. Darum gibt es Sonstiges. Ja, damit gehen wir jetzt mal in die Pause. Hoppala, das war, wie komme ich denn da wieder weg auf die Präsentation? Ah, warte mal, da unten muss sie sein. Da ist sie. Ach gut. Perfekt. Da. Da. Da ist der schlafende Panda. Der schlafende Panda. Da haben sie jetzt die zu Hause ein bisschen leichter, eine Runde zu schlafen und sich zu erholen, aber wir werden uns auch gut erholen in der Pause. Dafür gibt es hier ein bisschen Studentenfutter und so und Weintrauben. Und Viertelstunde, passt das? Eine Viertelstunde Pause? Also ein bisschen kürzer die Pause, als wahrscheinlich wir sonst machen würden, aber sonst werden die uns online einfach alle
wegschlafen. Abzischen. Also bitte online nicht alle verschwinden. Wir kommen wieder in einer Viertelstunde. 7:10 ist das bei mir auf der Uhr. Ich glaube, die geht ein bisschen vorne. Pause. Also jetzt versuchen wir irgendwie die Dinge so zusammenzubringen, dass alles gesehen werden kann. Warte, Hämmer, Moment, Mikro bitte. Ich übergebe jetzt wieder an die Hämmer, die jetzt kurz die Ergebnisse des Offlines vorstellen wird. Das ist das Kaputte, glaube ich, hier. Ja, jetzt geht's, super. Wir haben ganz heftig gewotet. Manche hatten ganz ausgeklügelte Entscheidungssysteme. Die anderen waren schneller, so wie man auf Insta halt auch drüber wischt über die ganzen Posts. Ich sehe eins, das ist quasi so der absolute Sieger. Das wurde dreimal besonders gelungen genannt oder ausgewählt, nämlich von den Roten Falken Wien, ihr rockt das Ehrenamt. Wollt ihr ein bisschen was sagen, was euch daran besonders angesprochen hat? In dem Post? Also auf den ersten Blick fanden wir es ansprechend, weil die Grafik ansprechend ist, weil sagen gutes Verhältnis in der Grafik zwischen Text und den dargestellten Personen und einen sagen Erklärtext dazu. Also hatten spontan angesprochen, auch wenn natürlich die Voting-Kriterien nicht so ganz klar war, wonach wir jetzt gewotet haben. Weil zum Beispiel, was dann auch als Bezugsgröße fehlt bei den Postings, ist die Gesamt-Follower-Anzahl, um bewerten zu können, ob 40 oder 50 Mal geliked viel ist. Wäre interessant zu wissen, sind das 100 Fans insgesamt Follower oder 5000? Das wäre auch ein Kriterium, um die Wirksamkeit, nicht nur des Gefallens, auch die Wirksamkeit beschreiben zu können. Genau, das wissen wir auch nicht, wie viele Follower die insgesamt haben, wie viel da gewissermaßen so ein dann die Likes zählen. Es hat 54 Likes, also 53 plus 1, das da angeführt ist, hat ein sehr ansprechendes Bild offensichtlich, das gleich ins Auge gestochen ist mit diesem, ist das ein Comic, wie nennt man das? Ja. Mit diesem gezeichneten Bild. Habt ihr das auch, dieses? Nicht? Ah, sehr interessant. Mache ich gleich alle durch oder willst du ergänzen? Ja. Dann mache ich jetzt weiter aus der Online-Gruppe. Bei uns hat die meisten Stimmen die 100 Jahre Alpenvereinsjugend bekommen. Also wo man von oben 100 Personen sieht. Und die Diskussion dazu war, dass das eine innovative Bildidee ist. Ein kurzer Text, der informiert. Das Bild steht aber eindeutig im Vordergrund. Und am Text war ganz gut, dass auch Emojis es auflockern und es einfach ein Text auch zu den Bildern durchaus dazugehört, also dass das schon durchaus wichtig ist. Und ein Teilnehmer hat gleich ein ähnliches Bild gepostet, das sie in ihrer Einrichtung gemacht haben. Da waren nicht 100, sondern es waren 10 Kinder zu sehen, aber auch so von oben die Zahl 10 abgebildet. Also das war das, was bei uns die meisten Stimmen erreicht hat. Das ist bei uns auch vorgekommen, das Bild wurde auch einmal ausgewählt. Wir haben nicht nachgezählt, ob es auch wirklich 100 Leute sind, die diese 100 bilden, aber es ist auch ganz toll wegen dieser Perspektive drauf. Also es muss irgendwo von weiter oben aufgenommen worden sein und wurde auch hier als besonders gelungen ausgewählt. Ich tue mit einem nächsten weiter, nämlich ist zweimal ausgewählt worden, Straight Out of Ponyhof, Teamtage bei, und dann kommt der Name der Einrichtung. Diese Einrichtung haben wir anonymisiert, weil wir das so mit Ihnen vereinbart hatten. Das ist eine Einrichtung der offenen Jugendarbeit und das ist das Team der offenen Jugendarbeit, das den Jugendlichen, es hat vor allem jugendliche Follower der Einrichtung, jugendliche Nutzerinnen, das Team präsentiert sich hier so witzig, tut ein bisschen
auf Gangster-Style machen, oder wie nennt man das? Gangster-Style, kann man das so sagen, ja. Und zugleich wird das aber gebrochen durch dieses nette, liebe Pony, ein Therapie-Pony, mit dem sie hier arbeiten. Ja, das haben wir auch, da haben wir auch Medieninterviews, wurde auch in den Medieninterviews von Jugendlichen als etwas genannt, was sie ganz toll finden. Kurze Anmerkung dazu nur, also das Bild und die Textebene, die sind miteinander verschränkt in dem Fall. Wer es weiß, Straight Out of Ponyhof ist eine Veränderung von einem klassischen amerikanischen Gangster-Rap-Album, NWA. Ich glaube, die wenigsten heutzutage werden es kennen, aber das ist der Titel, der verändert worden ist. Der Titel original wäre Straight Out of Compton und sie machen Straight Out of Ponyhof draus. Das ist nochmal eine humorige Ebene, die da reinkommt. Ne? So ein Zitat für Insider noch mit dabei. Genau. Magst du mit was weitermachen, Barbara, mit deinem Post? Oder habt ihr das auch gehabt? Nein, der Ponyhof ist bei uns nicht vorgekommen. Bei uns kommt das nächstes vor, auch ein Bild mit vielen Menschen. Und zwar ist das die Freiheitliche Jugend Wien mit dem Familienfest im Böhmischen Prater. Hier sehen wir auch ein Team, würde ich sagen, am Bild, allerdings nicht so dargestellt wie am Ponyhof, sondern ein bisschen, sagen wir, weniger auffällig und weniger auf jugendlich gemacht, sondern stehen viele Menschen vor einem Zelt. Wir haben das jetzt noch nicht weiter besprochen. Wir werden gleich schauen, was an diesem Posting dann die Gruppe meint. Zu diesem Posting, zu diesen anderen sind wir jetzt noch nicht gekommen. Okay. Dann mache ich mit einem nächsten weiter, für das zweimal auch ausgewählt worden ist, nämlich von der, ich glaube, das ist die muslimische Jugend Oberösterreich, nicht wahr? Österreich, die hier ein Bild von einer Mahnwache für die Opfer des Terroranschlags in Neuseeland gepostet hat und sehr viele Likes halt bekommen hat, sehr oft Zustimmung dafür gefunden hat, also eine ganz spezifische Art des Gedenkens in sozialen Medien, der Anteilnahme auszudrücken. Mögt ihr dazu noch was sagen, die ihr das ausgewählt habt? Ja, uns ist eben auch aufgefallen, die hohe Anzahl der Likes, die es hatte, verglichen mit den anderen auch. Uns hat der aktuelle Bezug gefallen, also tagesaktuelle Bezug, sehr empathisch, weil gutes Foto und sagen gute Möglichkeiten der Kampagne, sagen gegen rechtsextremen Terror auch Stellung beziehen zu können. Also schönes Beispiel. Okay. Mir ist auch das schöne Foto aufgefallen und das den guten Bezug darstellt, aber halt vor allem auch die Tagesaktualität, die aus meiner Sicht eventuell auch die hohe Anzahl an Likes erklärt, weil es einfach, es ist relatable. Okay, vielen Dank. Barbara, magst du mit deinem Post weitermachen? Mittlerweile hat im Übrigen das Hier rockt das Ehrenamt auch bei uns 2 Stimmen erhalten, ist also nachgezogen. Ein weiteres Bild, das bei uns 2 Stimmen erhalten hat, waren die Naturfreunde Österreich, wo das Mädchen die Bank bemalt. Auch hier haben wir jetzt noch nicht besprochen, kann ich jetzt nur sagen, dass das auch... Das wäre fast dabei gewesen, glaube ich, oder nicht? Es ist hier bei uns nicht dabei, auf jeden Fall. Dafür sind dabei mit einem Vote gewissermaßen die Pfadis Gablitz, die mit diesem irgendein toller Filter drüber gelegt über ein Zelt, das ganz abenteuerlich malerisch ausschaut. Ist auch auf Englisch da mit unendlich vielen Hashtags. Nicht nur auf Englisch sind, sondern auch auf Deutsch zum Teil, genau. Aber die Texte sind Englisch, die dürften offensichtlich auch international recht vernetzt sein, haben wir, glaube ich, im Vorfeld schon festgestellt. Mag wer was dazu sagen zu dem Post, was daran so angesprochen hat? Na, wir hatten eine Idee, dass wir gesagt haben, es könnte noch besser sein, wenn Menschen drauf wären. Das wäre uns dann noch favorisierter gewesen. Zelt mit Menschen hätte uns noch mehr angesprochen. Ja, also noch ein Verbesserungs-, also noch Luft nach oben vielleicht mit ein paar campenden Menschen davor. Hätte es noch vielleicht ein bisschen mehr auch Emotionen oder persönlichen Bezug geweckt. Okay.
Barbara? Bei uns kommt nun die Schülerunion mit ihrer Einladung zum Schülerkongress. Eine wirklich sehr besondere Einladung. Das Ganze war ein Video, das sehen wir jetzt in diesem Post nicht. The Game is On, aber schon dieses Titelblatt ist sehr sozusagen catchy und sehr einladend gestaltet. Diese Einladung zum Schülerkongress, was sehr außergewöhnlich ist, ist wie ein kurzer Krimi gestaltet. Das hat auch bei uns jetzt zwei Nennungen erhalten. Und damit, glaube ich, sind wir bei den Dingen, die zwei Nennungen erhalten haben, am Ende. Das ist auch bei uns einmal ausgewählt worden. Ich nehme an, aus ähnlichen Gründen. Ja, also auch ganz, ganz ähnlich. Das Bild, also eigentlich das Video hat uns irgendwie halt angesprochen, wobei wir halt nur erkannt haben, dass es ein Video ist, wir haben das Video nicht gesehen. Und eben auch sehr, es macht sehr Lust auf mehr. Mhm. Also es erzählt eine richtige Geschichte, ja, auch im Text darunter mit Emojis. Wir haben dann noch hier, passt vielleicht zu den Pfadis dazu, die Alpenvereinsjugend, einmal ausgewählt mit diesem, ist das ein Biwak-Zelt oder ja, Big Wall Klettern der Jungalpinisten, des Jungalpinisten-Teams. Wurde ausgewählt. Darf ich fragen, ob es dazu... Das war auch, waren auch wir. Wie viele Bilder habt ihr ausgewählt? Vier. Okay. Da hat uns auch der Blickwinkel recht angesprochen und eben Menschen zu sehen und es war auch informativ und ich glaube, es war auch eine hohe, volle... Hatte, also wir wissen nicht, wie hoch das ist jetzt tatsächlich in Relation, aber es hat 149 Likes, gibt so atmosphärisch sehr viel her, ja, also zeigt irgendwie so die da in ihrem, in der Wand hängend, in ihrem Zelt, Biwak, wie heißt das Ding eigentlich da in der Wand? Ja, genau, und hat dann auch noch erzählt, noch ein bisschen was, was sie gemacht haben dazu. Habt ihr das auch gehabt, das Bild? Soweit ich das vorher betrachtet habe, nicht. Wir haben noch eine Nennung bei der Blasmusik, bei der österreichischen Blasmusik mit diesem schönen Schloss. Da ist es ganz sicher das sehr schöne Hintergrund, wo diese Leute hier herumstehen, wo vermutlich ein Treffen war oder was, das kann ich jetzt gar nicht so genau heraussehen, aber da ist das Bild ganz sicher sehr ansprechend aufgrund des Hintergrundes, das hatten wir noch dabei. Vielleicht noch eine Ergänzung zu der Diskussion, die vorher da war, also hier waren so zusammenfassend das Bild, das ins Auge springt, Emojis im Text, die den Text auflockern, ein Text, der nicht zu lange ist, aber trotzdem informativ ist, sozusagen als Zusammenfassung die Dinge für warum ein Bild gewählt wurde oder nicht. Ich mache mit einem Bild weiter, okay. Dann nehme ich gleich das nächste hier von Wien Extra, Jugendinfo. Da sieht man jugendliche Schüler, Schülerinnen, Schulstreik demonstrieren für das Klima mit einem Schild in der Hand, das Klima aussichtsloser als unser Mathe-Abi, also offensichtlich aus Deutschland gepostet, hat 103 oder 104 Personen gefallen und es ist ein ganz ein langer Text allerdings dabei. Wer mag dazu was sagen? Also da es von uns kommt, sage ich gerne was dazu. Zum Beispiel, wie Jugendinformation gelingen kann. Wir waren selbst unschlüssig, machen das seit 10 Monaten, haben stark steigende Followeranzahlen. Also es kommt an bei der Zielgruppe und wissen aus Workshops, dass es gelesen wird. Also wir sind selbst überrascht, weil auch für uns der Text ein bisschen zu lange erscheint. Ja. Aber wir wissen, dass er wirkt durch Resonanz der Zielgruppen. Auf jeden Fall auch durch das Bild und durch dieses ganz aktuelle Thema. Also nur in der Kombination. Ja. Ja, neue Erfahrung für uns als Jugendinfo der Jugendarbeit. Ja. Auch Text konnten wir schon, Texten, Schreiben, Broschüren, Webcontent neu gelernt haben, mussten wir Bildsprache, coole Bilder, Diensthandy, die ganzen Geschichten auch. Ja, aber funktioniert. Ja. Dann soll ich gleich mit dem nächsten oder magst du? Bei uns ist noch ein Bild, nämlich das ist die Landjugend Österreich mit
der Person, die am Pferd balanciert und die andere, die sie führt, hier ist ganz sicher auch dieses Tier mit Menschen, mit Kindern, das ansprechend ist. Und Bewegung dabei, genau. Dann nehme ich jetzt die Polizei hier, das Polizeibild nennt von der Feuerwehrjugend Wien. Offensichtlich ein Event, zu dem es mehrere Bilder gibt. Also es ist eine, heißt das dann Slideshow? Ich weiß gar nicht. Also es gibt auf jeden Fall, nein, es ist keine Slideshow. Es gibt eine Folge von Bildern auf jeden Fall hier anzuschauen und das ist das erste. Sieht man einen Polizeihubschrauber drauf, der das ja martialisch ganz groß im Bild ist, ein richtiger Eyecatcher ist. Und darunter ist ein Text mit Flugdienstausbildung. Was hat euch daran angesprochen? Der Eyecatcher. Okay, dann lassen wir es dabei. Barbara, du und ich. Okay, dann mache ich nochmal weiter. Hier haben wir auch ein ästhetisch ganz anders gestaltetes Bild aus Instagram, nämlich Pfingstmontag muss bleiben von den Roten Falken. Wie ein großes Plakat gestaltet ist mit ganz großer Schrift und einem dezenten roten Hintergrund, aber dennoch auch ins Auge stechend. Wer hat das ausgewählt? Ja. Also, was ich gut fühlt, was ich auch in Kombination, also vergleichend mit dem zum Thema Ehrenamt und zu dem Thema Nachhaltigkeit bei den drei Bildern, wie beim Film, dass das Bild auch alleine für sich spricht. Das heißt, man schaut hin und weiß im ersten Moment, was gemeint ist, innerhalb von 2-3 Sekunden und das Bild ist, hat eine eigene Aussage für sich und ist selbsterklärend. Also hier wird zwar mit Schrift gearbeitet im Bild, aber die Schrift ist so groß und wie ein riesiges Dicht ins Auge, dass ich herausbringe. Barbara, du möchtest was dazu sagen? Nicht zu dem, aber bei uns hat mittlerweile eine weitere Abstimmung stattgefunden und es ist das Bild der Jungscha Wien noch hat einen Daumen nach oben gekriegt, wo eigentlich ein Beteiligungsversuch da ist, wo also sozusagen die Leser oder Anschauenden dieses Postings entscheiden sollen, welches Geschenk denn weitergegeben werden soll. Also ein Jugendbeteiligungsprojekt. Okay, wir haben dann noch zwei Bilder. Eins hier, das ist aus der offenen Jugendarbeit wieder, das heißt Seifenblasenspaß und am Mädchentag. Man sieht in einem Wiener Hinterhof in dem Fall drei Mädchen, junge Frauen, die so Riesenseifenblasen machen. Und da hebt sich dieses Prickeln, dieser Glanz der Seifenblasen von diesem Hintergrund ab und man sieht die drei Personen, die Spaß haben dabei, wie sie hier diese Seifenblasen formen. Hierzu haben wir auch Medieninterviews gehabt, wo eben die das auch immer wieder als ein besonders schönes Bild, ein besonders ansprechendes Bild bezeichnet wurde. Es vermittelt Emotionen, es vermittelt Bewegung, es hat diesen schönen ästhetischen Gegensatz auch zwischen Hintergrund und den Seifenblasen. Der Text ist sehr kurz, ein kleines Emoji ist dabei, aber Seifenblasenspaß am Mädchentag, aussagekräftig. Wir haben noch ein letztes Bild hier, Jugendportal Vienna, das ist ein Foto, eine Bühne steht hier, das Mikroscheinwerferlicht, Youth Reporterin Sarah irgendwas kennt das Gefühl im Rampenlicht zu stehen. Wer hat das ausgewählt, was hat daran angesprochen? Ich habe es ganz gut gefunden, weil es einen guten Break gibt. Es ist recht dunkel, das ist eher unüblich, auch für Instagram, da ist immer alles hell und shiny. Und ich glaube, das ist ganz gut und es macht so ein bisschen neugierig drauf, was es ist. Sie erklären es auch ganz gut im Text dann nachher. Ja. Also ich fand es ganz gut. Gut, vielen Dank. Dann haben wir mal so einen schönen, breiten Eindruck gewonnen, was alles so möglich ist, über Instagram zu posten von
Veranstaltungshinweisen haben wir da zwar gar nicht ausgewählt jetzt dabei, waren aber dabei bei den Posts über spezielle Botschaften, über Einblick auch in das Team geben auf eine spaßige Art und Weise und dann den Charakter des Teams ausdrücken, gesellschaftspolitische Ziele posten, Veranstaltungen, die stattgefunden haben, wiedergeben oder auch sowas wie so einen atmosphärischen Einblick in das, was dort passiert in diesen Angeboten und Einrichtungen. Ich übergebe an dich, du machst weiter mit den... Jetzt haben wir, genau, aber das Ding müssen wir haben jetzt recht viele Bilder gesehen, wo Menschen auf den Postings zu sehen waren. Und hier stellt sich natürlich die Frage, was darf ich denn eigentlich, was ist okay, was ist nicht okay? Ganz sozusagen ein kleiner Überblick, auf was muss ich achten, wenn ich Instagram-Bilder verwende. Und fangen wir hier mit dem Urheberrecht an. Instagram wird in all den Fällen, die wir hier gesehen haben, als Veröffentlichung gemacht. Das heißt, ich muss aufs Urheberrecht achten. Ich kann nicht einfach irgendwas machen. Das heißt, entweder ich mache die Bilder selbst oder ich nutze Bilder von einer der Plattformen, wo das auch rechtlich in Ordnung ist. Pixabay, Unsplash wären da zwei Beispiele. Ich glaube, David, du könntest die in den Chat hinein posten, beziehungsweise die meisten kennen die vermutlich ohnehin schon mittlerweile. Die Lizenzen, und das ist ein bisschen der Nachteil bei solchen Plattformen, ändern sich auch immer wieder. So hat Pixabay beispielsweise Anfang des Jahres die Lizenz verändert, das zum Beispiel den Universitätsbereich dazu bewegt, zu sagen, dass man Pixabay-Bilder jetzt eigentlich nicht mehr verwenden kann, um Open Educational Resources zu machen und die unter einer Creative Commons Lizenz weiterzugeben, da die Bilder auf Pixabay nicht unter einer Lizenz stehen, dass man sie auch unter Creative Commons veröffentlichen könnte. Ich glaube aber, das sind auch noch so ein bisschen Diskussionen drüber, wie schaut das wirklich ganz konkret aus und letztendlich werden solche Sachen Richter entscheiden müssen. Also ist für viele Organisationen der beste Weg, man macht die Bilder selbst. Wir haben das jetzt auch gesehen, ganz viele Bilder waren hier drauf, wo echte Menschen drauf waren. Und hier ist das Wichtigste, immer Bilder zu machen, wo die Leute nicht nachteilig dargestellt werden und immer das Einverständnis einzuholen, zu schauen, ist das eh okay, dass dieses Bild verwendet wird. Bei Kindern gibt es da noch eine Diskussion, wie weit kann ich Kinderbilder überhaupt verwenden bei Veröffentlichungen? Und da gibt es jetzt so zwei Thesen, die in die eine Richtung gehen, sagen, eigentlich geht das in Wirklichkeit so gar nicht mehr so einfach. Und die prognostizieren kinderbilderlose Veröffentlichungen. Also wir dürften nicht dort sein, sonst hätten wir jetzt nicht die Bilder gesehen, die wir gesehen haben. Weil sozusagen man auf diese private Umfeld der Kinder mehr Rücksicht nehmen muss. Also man mehr mitbedenken muss, was kann denn den Kindern irgendwann in der Zukunft auch zum Problem werden. Und da hat irgendjemand dieses Beispiel genannt, das Kind geht beispielsweise in eine Brennpunktschule, wird dort aufgenommen, fotografiert und veröffentlicht, dass da schon eine Grenze sein könnte, die hier überschritten ist, weil es sozusagen vielleicht später bei der Bewerbung am Arbeitsplatz einen Nachteil haben könnte, weil es in einer Brennpunktschule war. Ich tue das jetzt so eher aufzeigen und es sind vielleicht eher Anregungen zum Nachdenken. Ganz sicher ist der Fall der Drogenberatung, eine Drogenberatung, die eine öffentliche Beratung auf der Straße macht. Die Jugendlichen kommen hin, lassen sich beraten oder einfach schauen nur einfach hin, solche Bilder auf gar keinen Fall zu verwenden, weil denen sozusagen unterstellt werden könnte, dass sie drogenabhängig sind. Also hier ist es eher eindeutiger, das nicht zu tun. Wichtig bei Instagram ist, man braucht ein Impressum. Ja, das ist urlangweilig. Es geht aber auch, dass man auf ein Impressum verlinkt, dass man so irgendwo auf irgendeiner Webseite hat. Wie man die Kommunikation macht, Arbeitsteilung macht,
ist letztendlich damit verbunden, was für ein Konzept da ist. Und das hast du vorher schön zusammengefasst. Ja, man muss sich das vorher überlegen und man muss auch eigentlich Kompetenzen erwerben. Was für eine Bildsprache kann ich verwenden? Und manchmal macht man einfach auch Versuche und schaut mal, funktioniert diese Bildsprache, funktioniert jene Bildsprache? Wir Erwachsene sind ja in der Bildsprache nicht so zu Hause wie die Jugendlichen. Manchmal ist auch ein Weg, Jugendliche einzubinden, die diese Bildsprache für eine Einrichtung auch entwickeln. Seit der Datenschutzgrundverordnung letzten Jahres wird eines wichtiger, nämlich die Einverständniserklärungen. Und zwar sind die heute anders zu gestalten, als dies noch vor, was weiß ich, jetzt einem Jahr war. Also ist ja noch nicht, vor einem Jahr war es ja noch nicht in Kraft, kann ich also noch sagen. Wir müssen heute in Einverständniserklärungen, wenn wir die einholen, sehr viel genauer sein, was für einen Zweck, zu welchem Zweck nehmen wir Daten auf, und Daten können eben auch Fotos sein. Was tun wir mit denen? Also es reicht nicht, wir machen ein Foto und das verwenden wir dann für alles. Das geht nicht, sondern wir müssen sehr genau sagen, okay, wir machen jetzt das Foto auf, was weiß ich, diesem Zeltlager, und das wird genau zum Bericht über dieses Zeltlager oder auf dem Instagram-Account und so weiter verwendet. Aber wir können es nicht nachher, ein paar Monate später, auf einem Werbeprospekt verwenden. Und das macht jetzt schon die Sache für manche Organisationen ein bisschen komplizierter. Wir müssen draufschreiben, wie lang speichern wir, und wir müssen draufschreiben, wo werden diese Daten auch übermittelt, und ganz wichtig, wo kann man widerrufen. Langweilig, ich weiß. Du hast es ganz am Anfang gesagt, noch passiert nicht viel Interaktion auf den Postings. Wir haben allerdings schon Beispiele gesehen. Da gibt es auch diese Regel, dass sozusagen 90% aller eigentlich Zuschauer sind. Und dass nur eigentlich ein ganz kleiner Teil wirklich mittut. Ich hätte jetzt auch noch was, wenn es online kritisch wird, das lasse ich aber, weil ich glaube, es ist schon sehr spät, und ich würde sagen, bevor jetzt alle online wie offline verschwinden, gehen wir zu unserer letzten Umfrage. Oder gibt es Fragen mal von euch noch? Bitte. Mich würde die Folie davor schon interessieren. Vielleicht könnten wir noch 2 Minuten dafür opfern. Also ich würde auch noch da bleiben. Ja, ich finde die auch besonders wichtig. Ja, also das ist, wir erleben das auch in den Vernetzungstreffen zur außerschulischen Jugendarbeit, die wir in allen Bundesländern so im Herbst immer haben. Und es gibt immer wieder, was tue ich im Fall des Shitstorms? Also das ist sozusagen die Folie dazu. Und eines ist hier auf jeden Fall ganz wichtig, dass man präsent ist, dass man sehr genau beobachtet, dass man da ist und auch zeigt, dass man da ist. Sich sehr genau überlegt, wie man die Moderation macht, und Löschen beispielsweise von Postings als letzte konsequent nimmt. Man muss es allerdings, vor allen Dingen dann, wenn Postings kommen, die sehr untergriffig sind, die vielleicht auch rechtlich nicht in Ordnung sind, die Gesetzen verstoßen oder die einfach Grenzen überschreiten. Ansonsten ist es sinnvoller zu moderieren, sachlich zu moderieren, auf Dinge einzugehen, ohne sich in Emotionen hineinziehen zu lassen. Und eines ist auch sinnvoll, solche Sachen auch immer wieder im Team zu besprechen. Also nicht alleine hier durchzuhalten, also auch sich miteinander zu überlegen, was genau posten wir jetzt auf welchen Post, und sich das auch miteinander zu überlegen. Oft ist es auch sinnvoll, die Personen, die vielleicht persönlich angegriffen werden sollten,
auch sowas kommt ja hin und wieder vor, eher die Möglichkeit zu geben, dass sie eine Distanz zu solchen Beschimpfungen einnehmen können und dass hier die Kommunikation eher andere übernehmen, also Leute, die gar nicht so direkt betroffen sind. Das sachlich bleiben, sich nicht in die aufstauenden Emotionen hineinziehen zu lassen, ist ja nicht so einfach, aber je weiter man in der Distanz zum Vorfall ist, desto leichter ist das auch. Ja, ganz wichtig ist natürlich, die Beteiligten, die Opfer zu schützen. Und das kann schon bedeuten, dass man hin und wieder Dinge auch löschen muss. Wenn man löscht, dann ist es aber wichtig zu erklären, was man tut, warum man es tut und auch durchaus hinschauen, wir haben jetzt Dinge gelöscht und wir haben das getan, weil oft dieses unkommentierte Löschen noch viel ärgere Beschimpfungen hervorruft. Ja. Wenn diese Beschimpfungen in sozialen Netzwerken vorkommen, was ja in ganz vielen Fällen heute so der Fall ist, dann ist es natürlich auch wichtig, das in den sozialen Netzwerken zu melden. Es reicht nicht unbedingt, das ist vielleicht in manchen Netzwerken in der Diskussion hilfreich, aber blocken reicht hier nicht, sondern es geht wirklich um Melden. Nicht immer reagieren die sozialen Netzwerke auch entsprechend, weil es einfach nicht gegen ihre Gemeinschaftsvorschriften oder so, wieder? Gemeinschaftsstandards, danke, verstößt. Trotzdem wissen wir aus der Erfahrung, wenn viele Leute melden, dann nehmen das Netzwerke auch ernster. Ja, und rechtliche Schritte muss man dann überlegen, wenn einfach Dinge da sind, die schon zu weit gegangen sind. Wenn man sich da selbst unsicher ist, dann ist es einfach sinnvoll, sich mit entsprechenden juristischen Beratungen zusammenzuziehen. Es gibt zum Beispiel im Bereich der Hasspostings gibt es einige Einrichtungen, die solche juristische Begleitung oder Unterstützung auch bieten. Ich musste jetzt auch eine Frage stellen. Was heißt oder was kann ich mir ganz konkret unter Trolls nicht füttern, eher anlaufen lassen vorstellen? Ja, Trolls sind Personen, die einfach nur schimpfen. Also die schimpfen ohne, dass es da vielleicht auch irgendeinen Grund gibt, die einfach aus dem puren Freude am Schimpfen oder am Haten oder am Flamen, wie man da so heute dazu sagt, einfach loskommentieren und posten. Und das ist so wie ein bisschen wie Öl ins Feuer gießen, wenn du dir den Troll als das Feuer vorstellst und du sozusagen reagierst drauf, gießt immer wieder Öl drauf, dann kann sich die Sache noch verschlimmern und verschärfen. Trotzdem muss ich auf Trolls auch reagieren, ja. Und das kann einfach sein, indem ich sehr sachlich bleibe, indem ich einfach versuche, auf Fakten hinzuweisen. Die Trolle werde ich nicht überzeugen. Die, die hier schimpfen, die vielleicht ihren Emotionen freien Lauf lassen möchten. Wen ich aber vielleicht überzeuge, sind die, die mitlesen. Weil die sind ja, wie wir vorher gesehen haben, 90%. Ja, vielen Dank. Das war noch für uns. Also auch vieles, was du jetzt gebracht hast, wird auch in der offenen Jugendarbeit diskutiert. Das sehen wir auch dort. Das war jetzt eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung wichtiger Punkte. Wir haben als letzten Punkt, jetzt weiß ich nicht, wie viel wir online noch bei uns haben. Wunderbar. Dann würden wir gerne jetzt noch schauen, als letzten Punkt, eine Mentimeter-Umfrage. Was brauchen wir, um gut mit Jugendlichen und sozialen Medien arbeiten zu können? Jetzt ist wieder die Forscherin unter uns, sozusagen, Hemmer, du bist jetzt neue Forschungsgebiete. Absolut, genau. Da wache ich immer auf, wenn es was zu erforschen gibt, wenn ich Antworten bekomme und keine geben muss. Die Mentimeter-Umfrage wieder auf www.menti.com wie vorher, allerdings mit einem neuen Code, der ist jetzt auch eingeblendet, nämlich der ist 400118. Ich wiederhole, 400118. 18. Es gibt.
Ich gehe jetzt noch nicht auf die Ergebnisse, ich warte noch ein klein wenig, damit wir möglichst viele unvoreingenommen antworten lassen. Ich habe diesmal die Antwortmöglichkeiten nicht vorgelesen, aber ich glaube, sie erklären sich von selbst. Es gibt natürlich wieder Mehrfachnennungen. Und es gibt wieder die Sonstiges-Kategorie, falls ganz was Wichtiges auch fehlt. Ich nehme an, hier sind alle fertig offline. Wissen wir das online, wie es ausschaut? Wissen wir nicht? Ja, ja. Nachschauen. Wir schauen mal nach. Vielleicht wählt noch wer. Ich gehe mal da drauf. Das verteilt sich fast gleichmäßig oder relativ über alle Kategorien, bis auf zwei. Der eine ist die Sonstiges. Wir haben die Antwortmöglichkeit, die erste Antwortmöglichkeit, zeitliche Ressourcen mehr bzw. mehr Personal. Das haben 8 von 9 Antworten, also fast alle haben das angegeben. Und das ist das zweite mit den 8. Das zweite mit den 8, tun wir das gleich vorziehen, regelmäßige fachliche Reflexion im Team zum Thema. Also du hast das gerade auch gesagt und das haben auch wir in unserer Studie gesehen. Das ist extrem wichtig. Das ist auch ein Feld, wo man noch viel aushandeln muss, wo man sich auch, wo man ständig auch vor neue Herausforderungen gestellt wird. Und das braucht ganz viel Überlegung und Besprechung auch im Team. Dann haben wir wir haben viele Antworten mit 6, also 2/3 der Personen haben das als wichtig angegeben, als einen Punkt, den sie brauchen, um gut mit Jugendlichen und sozialen Medien zu arbeiten, nämlich technische Ausstattung, dann auch dazugehörig technisches Know-how. 6, also 2/3 hat auch noch dann der 5. Punkt, das sind Social Media Richtlinien in der Einrichtung. Ja, das gibt es tatsächlich noch in relativ vielen Einrichtungen, auch der offenen Jugendarbeit, da wissen wir es, da haben wir nämlich eine Umfrage gemacht, noch nicht, und das brauchen aber auch natürlich Einrichtungen in der verbandlichen Jugendarbeit oder Jugendinfo. 6 Antworten hat auch noch, jetzt muss ich da genau schauen, Moment, spezifische Schulungs- bzw. Weiterbildungsangebote oder spezifische Schulungen und Weiterbildungen und auch Expertinnen, Experten für Rat und Unterstützung im Bedarfsfall, also so wie Safer Internet etwa. Das ist bei uns auch in unserer Umfrage auch als Safer Internet sehr oft genannt worden als sehr hilfreiche und wichtige Unterstützung in solchen Fragen. 5 Antworten, also 5-mal ist gewählt worden der Punkt methodisch-didaktisches Know-how. Das sehen haben auch wir in unserer Studie, war das ein wichtiger, ein sehr wichtiger Punkt sogar, also manchmal auch nicht wusste, wie können wir mit diesen Medien gut arbeiten, welche Methoden können wir da einsetzen, wie können wir didaktisch vorgehen. Wir sehen dann eine Antwortkategorie mit 3 Nennungen, das ist Austausch mit anderen Einrichtungen bzw. Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter. Überrascht mich, dass das relativ wenig ist, aber haben wir hier 1/3 ausgewählt und 1-mal ist Sonstiges ausgewählt worden. Jetzt weiß ich nicht, war das hier oder ist das? Ich habe Sonstiges ausgewählt, weil ich finde, man braucht für einen guten Instagram-Auftritt einfach ein Konzept auch. Und also da bräuchte ich auch noch mehr Schulung, weil gerade dieses Konzept, dieses einheitliche, wie soll meine Wall ausschauen, was sollen die Leute darauf sehen können, das geht noch ab. Okay, das ist ein Aspekt, der hier gefehlt hat in den Antwortmöglichkeiten. Auch, also wie kann ich ein Konzept entwickeln, wie kann ich mir ein Konzept geben für die Arbeit in sozialen Medien. Ja, das hat jetzt nochmal einen schönen Einblick gegeben, was es auch noch alles braucht und wie viel es noch braucht. Ich wiederhole nochmal, ganz wichtig sind die zeitlichen Ressourcen und auch das Personal und die regelmäßige fachliche Reflexion im Team zum Thema. Das möchte ich nur nochmal unterstreichen, wie wichtig das ist. So, ich glaube, wir kommen schon langsam ans Ende unseres, jetzt schaue ich die Barbara an. Ja.
Ich würde auch sagen, wir kommen zum Ende. Uns würde jetzt natürlich noch interessieren, ihr, die ihr noch hier seid, was nehmt ihr mit, was interessiert euch? Und ich würde da gleich gern bei diesem Konzept gern anfangen, so auch was hin und wieder uns begegnet ist, Jugendliche hier einzubinden, mit ihnen diese Konzepte zu entwickeln. Das muss ja nicht in Form eines Takeovers sein, sondern einfach auch diese Frage zu stellen, wie schaut unsere Wall aus, was ist unsere Botschaft, was interessiert andere Jugendliche eigentlich von unserer Organisation und dann es mit ihnen einfach auszuprobieren, um drauf zu kommen, ob es funktioniert oder nicht und keine Scheu vor Änderungen, Fehlern, die es eigentlich in diesem Bereich nicht geben kann, sondern einfach ins Tun hineinzukommen und Konzepte auch durchaus zu ändern, weil das sehen wir auch auf Instagram, auch das machen die Jugendlichen selber, dann machen sie eine Leiste mit 3 Bildern und danach schaut alles ganz anders aus. Das können ja nicht nur Jugendliche, sondern auch Organisationen machen. Vielleicht gibt es noch abschließende Anmerkungen, vielleicht gibt es auch welche aus dem Online-Bereich noch. Vielleicht kommen die im Chat, aber vielleicht möchten sich auch noch Leute zum Schluss zu Wort melden. Ansonsten habt ihr noch Anmerkungen? Und was steht bevor im Bereich bei euch? Danke. Ich habe die Clusterung eigentlich am Anfang in die 4 Bereiche besonders spannend gefunden, weil ich glaube, es bietet auch ein bisschen eine bessere Möglichkeit, also obwohl wir schon viel damit machen, aber so klar nochmal zu sehen, dass man auch wahrscheinlich als Organisation nicht in allen 4 verankert sein muss. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, auch zu sehen, vielleicht da herauszufinden, ob man in dem einen oder anderen Feld intensiver arbeitet oder nicht. Also das habe ich ganz gut gefunden, weil ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor im Social Media, man muss nicht alles machen. Und man kann auch nicht alles machen. Und wir können nicht die coolste Organisation der Welt sein. Wir sind immer noch das Rote Kreuz. Also das ist irgendwie schwierig. Also cool. Ja, genau. Also das habe ich eigentlich am spannendsten gefunden. Ja. Und ich glaube auch, dass Medien, also pädagogische Ansätze recht wichtig sind. Ich glaube, wir häufen die Leute gerade viel zu mit Technik, aber wenig mit dem dahinter. Ja, dann würde ich noch was ergänzen. Sie haben gesagt, wir können nicht alles machen. Wir sehen auch, wir können auch nicht alles können. Du hast es auch schon erwähnt. Eine sehr hilfreiche Entlastungsstrategie in der Praxis ist, dass man sich einfach auch von den Jugendlichen viel erklären lässt und das als Chance nützt, auch mit ihnen darüber ins Reflektieren kommt über das Instrument. Also dann vielleicht auch noch sowas wie einen medienpädagogischen Impuls setzt und zugleich ihnen auch so etwas wie Selbstwirksamkeitserfahrung ermöglicht, indem sie die Kompetenzen haben in diesen Medien und die auch weitergeben können. Und das Erstaunliche ist, wir alle können dazulernen. Ich habe heute auch schon wahnsinnig viel gelernt. In diesem Sinne sagen wir einen schönen Abend. Danke euch für so lange Durchhalten, online wie offline. Das war doch eine Herausforderung, so ein gemischtes Publikum, eine Hybridveranstaltung, also Hochachtung, dass ihr das durchgehalten habt. Dankeschön fürs Kommen. Ganz herzlichen Dank auch. Das können wir überlegen, ob wir das noch tun. Ja, ja, genau. Ich denke auch, wir verabschieden uns jetzt von allen Online-Teilnehmern. Hier wird sich bedankt. War sehr informativ, super Tonqualität. Liebe Grüße aus Salzburg. Auf die nächsten Veranstaltungen ist Andrea gespannt, Hannes verabschiedet sich aus Südtirol, Julia dankt für das informative Seminar, sehr super gemacht, wird hier in den Chat geschrieben. Also wir bekommen Lob. Schönen Abend. Da freuen wir uns sehr, vielen Dank. Schönen Abend.